Die Kluft zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung, die wird immer größer und viele fragen sich, wie kann das sein? Darüber wollen wir heute reden und haben uns dafür den GEZ-Kritiker Olaf Kretschmann eingeladen. Robert Stein ist auch wieder mit dabei. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr beide gekommen seid. Olaf, du betreibst die Webseite rundfunkfrei.de. Du bist ein GEZ-Kritiker, als dieser natürlich unseren Zuschauern wahrscheinlich schon vielen bekannt. Und wir wollen heute mal darüber reden, was sind eigentlich die Anfänge und Ursachen des heutigen GEZ-Systems, des Rundfunkstaatssystems. Du kennst dich da sehr gut in der Materie aus. Ja. Und vielleicht vorweg die Frage, wie kamst du überhaupt dazu, so ein ja, Kämpfer, wie du es heute bist, gegen diese Zwangsgebühren zu werden? Das hat ein bisschen Vorlauf gehabt. Das hat damit zu tun, ich habe jahrelang Rundfunkgebühren bezahlt. Habe nie das System hinterfragt. Und beim Thema Rundfunk ist so, ich bin klein auf damit groß geworden, Zeichentrickserien schauen, vor dem Fernseher gebannt sein und noch nicht verstehen, warum Fernsehen einen so gebannt hält. Meine Eltern wollten mich immer wegzerren vom Fernseher, schau nicht so viel. Ich weiß nicht, ob du den Spruch auch kennst, du bekommst eckige Augen oder sowas. Das war mal der Klassiker. Und ich habe das natürlich nicht hinterfragt, sondern fand das einfach spannend. Und das Schöne ist oder das Kuriose ist, ich bin ja im Osten sozialisiert. So, ich konnte mir gar nicht vorstellen, als ich klein war, dass man für DDR-Fernsehen eine Rundfunkgebühr entrichten musste. Muss man aber tatsächlich, gab es sogar eine Gesetzgebung dafür. Habe auch so ein Original, wo das alles schön drin steht. Und ich habe immer gedacht, im Osten macht doch gar keinen Sinn eigentlich für diese Art von Fernsehen. Ich muss dazu sagen, ich wurde nicht ostkonform erzogen, sonst hätte ich nicht dieses Weltbild in mir. Oder damals hätte ich sonst nicht dieses Weltbild in mir. Und für mich war es nicht vorstellbar, dass man überhaupt für Rundfunk eine Gebühr entrichten musste. Dann kam die Wende in Anführungsstrichen und mir war immer noch nicht klar, dass man eigentlich für Rundfunk eine Abgabe entrichten muss. Und das Kuriose war, 93 sprach mich dann jemand an, ja, du musst, das war während eines Umzuges, ja, du musst dich bei der GEZ anmelden. Was ist Ja, geht's? genau, was ist GEZ? Da hatte ich überhaupt keinen Plan davon. Und das Kuriose dabei ist dann auch, mir musste erst mal beigebracht werden, warum man das bezahlen muss. Und das klang damals noch logisch, so nach dem Motto, naja, stell dir das vor, das ist wie so ein Telefonanschluss. Na, wenn du das Telefon nutzt, also erstmal hast du die Buchse da, dann obliegt dir es ja, ob du dann ein Telefongerät anschließt. Aber wenn du es anschließt, egal ob einer anruft oder nicht, hast du erstmal halt eine Grundgebühr zu entrichten. Und das fand ich damals. Ich habe es nicht hinterfragt. Und zwar deswegen nicht hinterfragt, würde ich sagen, weil das so gut, dieses Dogma in unserer Gesellschaft etabliert ist. Also es ist einfach unglaublich gut etabliert. Man müsste ja schon mal auf die Grundfrage kommen, also vor allem in den 90er Jahren, was ist denn, wenn ich jetzt, also angenommen, ich würde nur RTL schauen wollen oder ich würde nur BBC sehen wollen, warum gebe ich denn einen Beitrag für das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ab? Macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Also wenn man das tiefergehend hinterfragt. Und insofern ging es mir so, 20 Jahre lang Rundfunkgebühren ganz normal entrichtet. Und ich war aber immer jemand, der Nachrichten anders geschaut hat. Also schon sehr lange. Also nicht von klein auf, aber es brauchte eine gewisse Zeit, dass ich Nachrichten anders geschaut habe. Typisches Beispiel ist, mich hat immer interessiert, wie wird was inszeniert? Also woher kommen die Bilder? Wer ist die Quelle? Wie erfolgt die Einordnung? Wie ist auch so das Wording? Ja, ist ja kurios, dass zufälligerweise spielt ja keine Rolle, ob du bei ARD, RTL oder bei ZDF was schaust. Wenn irgendein politisches Ereignis kommt, ist zufälligerweise diese Einordnung identisch. Und das fand ich immer sehr spannend, habe das dann auch international abgeglichen. Sowas bin natürlich nicht sehr vieler Sprachen möglich, aber Englisch dessen bin ich möglich. Und dadurch kann man sich einfach einen größeren, sag ich mal, Kontext ermöglichen an Nachrichten, die man zu sich führen kann. CNN, BBC wollte alles schauen, wollte es verstehen, habe immer gesehen, hey, das ist irgendwie gleichförmig. Selbe Wording, selbe Bilder, selbe Idee. Und kommst dann auf einen ganz anderen Trichter, sage ich jetzt mal, wie russisches Fernsehen, irgendwie andere Perspektive. Heißt nicht richtige Perspektive, einfach andere Perspektive, andere Bilder, andere Einordnung auch, kurioserweise. Und ich fing einfach an, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das zu hinterfragen und hatte dann, das war eines meiner Schlüsselerlebnisse 2012, eine Auseinandersetzung mit dem SWR. Und da ging es um eine Sendung Heimlich in Homs, kann man noch heute sehen, auf YouTube, eine Dokumentation. Herrlich abgefeiert, ganz wichtig. Wir sehen erstmalig Bilder aus dieser Stadt und der Westen wird aufgeklärt.
Und ich habe den SWR halt angefragt, hallo, was habt ihr euch dabei gedacht? Also nicht so ganz platt, wie ich das jetzt sage, sondern hatte wirklich 115 Fragen zu diesem Thema. Und da war die Redaktion ein bisschen überfordert, wollte mir erst nicht antworten. Und ich sage immer, die Antwort von der Redaktion war nicht so das Wesentliche für mich, sondern die Antwort eigentlich von dem SWR-Intendanten, der sich heute schon verdrückt hat, die war gut. Der hat zu mir gesagt, hey, also wir berichten super. Ja, also das, was wir machen, ist 1A. Auch Libyen-Krieg haben wir immer 1A-Berichterstattung. Ist auch super schwer, im Krieg Berichterstattung zu machen. Und jetzt, das Kuriose ist, dass ich zu einer anderen Meinung gekommen wäre. Wäre gerade das Paradebeispiel, dass der Rundfunk seinem Programmauftrag gerecht wird und zur Meinungsbildung beiträgt. So, so und das heißt also, ich sage mal so verkürzt, also ich bin dem, aus meiner Perspektive heraus, denjenigen, der Propaganda betreibt, auf die Schliche gekommen, dass er Propaganda betreibt und muss jetzt ihm dafür dankbar sein, dass ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Das war 2012. Mhm. Und von dem Tag an fing ich an zu hinterfragen, ich dachte mal, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da gibt es auch diesen Staatsvertrag, da gibt es diese Regeln mit Objektivität, mit Ausgewogenheit, mit all diesem Kram. Und umso tiefer ich in jedes, sag ich mal, in jedes Thema bohrte, wie funktioniert das überhaupt mit den ganzen Programmen, mit der Organisation des Rundfunks, diesem politischen Lobbyismus, war für mich klar, hey, hinterfrag das tiefer. Und für mich war auch klar, ich kann für das System zukünftig keine Abgabe mehr leisten, weil das gegen mein Gewissen ist. Ich habe diesen Artikel, den du auf deinem Blog hast, dieses heimlichen Homs, gelesen. Das ist ja schon fast eine systemische Analyse. Ja. Was hat dich denn dabei getrieben, das so detailliert aufzugreifen? Also ich habe ähnliche Texte auch schon mal gelesen, aber so im Klein-Klein, du hast ja quasi jedes Fitzelchen genau abgewägt und verglichen mit den anderen Quellen. Ja. Und dann, ob es jetzt Kameraeinstellung war, Subjektive des Kameramanns, der dann eine kleine Menge viel größer ausschauen lässt. Und auch so, gab es da denn einen speziellen Anlass, dass du gesagt hast, das mache ich mir jetzt die Arbeit, das muss ja Tage gedauert haben. Bis du sagst, das hat 2 Monate gedauert. Das war ja ewig, ja. Allein das zu lesen dauert schon eine ganze Zeit. Ja. Ja. Was war da dein Trigger? Weil das macht man ja nicht mal so eben nebenbei, dass ich jetzt da sowas mache, sondern gibt es da etwas, was dich vorher schon angestupst hat, dass du sagst... Na, mich hat sehr bewegt, dass, also schon von klein auf hat mich immer eins bewegt und es ist für heute für mich noch verrückt, wie ist es möglich, dass Menschen in den Krieg ziehen? Mhm. Ja, also dieses unglaubliche, unmenschliche Akt, dass sich Menschen gegenseitig umbringen in einem Kriegskontext. Ist das eine zentrale Frage? Das ist einfach eine zentrale Frage auch für mich gewesen. Also wie ist das möglich? Das ist ein Volk oder es gibt ja auch immer dieses Bild, ja, in der Nazi-Zeit, wie waren das? Und die waren ja da alles verstrahlt. Ja? Mhm. Und da sage ich mir immer, es ist hochkomplex, damit das natürlich passiert, aber es braucht natürlich auch Massenmedien, damit das funktioniert. Mhm. Und deshalb sage ich, wenn du in der DDR sozialisiert warst oder wie ich das halt war, ich gehöre zu denjenigen, die als Bausoldat gemustert wurden. Was heißt Bausoldat? Also Bausoldat ist so etwas, dass du den Kriegsdienst verweigerst zu Ostzeiten. Aha. So, und wenn du das machst, dann weißt du, dass du ein Riesenproblem bekommen wirst mit dem Staat, mit der Struktur. Du weißt es im Vorfeld. Jeder wird dir davon abraten. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Ich bin zum Glück zu jung. Aber schönes Glück. Bausoldat ist sozusagen Kriegsdienstverweigerer, aber da es eben eine Kriegsdienstpflicht gab, 1,5 Jahre Minimum. Also es ist wie bei euch der Zivildienst, aber ohne Rotes Kreuz, sondern mit der Maurerkelle sozusagen. Genau, mit der Maurerkelle. Aber das war natürlich, ich nenne es jetzt mal sozial geächtet, das allerletzte und auch im gesellschaftlichen Kontext war klar, wenn du das machst, gibt es keine berufliche Zukunft. Mhm. Ja, also das war im Vorfeld klar. Und du bist ja relativ jung, wenn so eine Musterung stattfindet. Du hast warst an der Wende 20. Ich war, muss ich gerade überlegen, 20 Jahre. Genau. Ja, okay. Mhm. Also du hast die DDR noch als erwachsener Mensch wahrgenommen. So, ja, und für mich war klein auf klein, also ich habe den großen Vorteil, oder was heißt Vorteil, meine Eltern kommen aus dem christlichen Kontext heraus, sind sehr gläubig. Gibt es einfach die Grundregel, ja, töte niemanden. Mhm. Und da hatte ich natürlich auch einen anderen Bezug zum Thema Frieden. Was heißt denn Frieden? Also selber friedlich sein, mit guter friedlicher Energie vorangehen. Und wenn du dann, ich kann mich noch gut erinnern an die Schulzeit, es gab, muss ich nachschauen, wie alt ich da war, eine Musterungssituation, die völlig abgefahren war. Und zwar wurde im Vorfeld in unserer Schule, da war ich glaube ich 6., 7. Klasse, wenn mich nicht alles täuscht, da wurden alle Jungs zusammengenommen, ja, so nach dem Motto, wir führen euch jetzt mal einen extra Raum. Da war dann so ein NVA-Soldat, da war die Leiterin unserer Schule, meine Klassenlehrerin war da und man musste in einer Reihe, völlig kurios, aber es war so, man musste sich in einer Reihe aufstellen
Und jeder musste erläutern, wie lange er zur Armee gehen wird. Da war man, also wie gesagt, so 6., 7. Klasse. So, 12, 13 Jahre. So, so dieses erste Feeling, um rauszugucken, wie systemkompatibel ist derjenige. Und schon diese kuriose Situation, sich vor allen zu outen, in Anführungsstrichen. Also es war völlig klar, der in der DDR groß geworden ist, okay, es gibt also zwei Meinungen, die, die du jetzt in der Öffentlichkeit vertreten kannst und die, die du zu Hause vertreten kannst. Was ist, wenn du das jetzt irgendwie zusammenführen willst in so einem Kontext? Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war einer der Letzten, die rangekommen sind. Und der Typ fragt mich dann, und wie lange möchtest du machen? Und ich sage zu dem, ich mache Bausoldat. Da guckt er mich total erschrocken an. So nach dem Motto, das gab es noch nie, so nach dem Motto. Und vorher waren auch mal so Leute, na, ich mache 3 Jahre, ja, ich will Kampfflieger werden und so weiter. Das war also alles Kuriose mit dabei. Den wurde über den Kopf gestreichelt, alles war perfekt. Jetzt kam ich ran, ich sage, ich mache Bausoldat. Und das Kuriose war, stillschweigend, alle ruhig, auch die Direktorin der Schule war total erschüttert, so nach dem Motto, Mist, jetzt haben wir hier auch so einen Delinquenten. Ja. Mhm. Und kurzer Moment der Fassung kam wieder rein und dann sagte sofort die Direktorin, du bist zu jung für diese Entscheidung. Und dann gucke ich die kurz an und sage, aber die anderen sind nicht zu jung, um zu sagen, dass sie 3 Jahre gehen? Also, okay, ja, also okay. diese Verrücktheit, dass der systemkonform tickt oder die Aussage der halt bringt, dass das okay ist, der wird nicht hinterfragt, aber der das hinterfragt, der ist zu jung dafür. Ich weiß aber natürlich, was sie meinte mit, du weißt nicht, welche Konsequenzen das mit sich tragen wird. Mhm. Ja. Das ist eine sehr alte Geschichte und spielt in einem anderen Regime, was es heute nicht mehr gibt, aber irgendwie sehe ich da doch sehr, sehr viele Parallelen zu unserer Realität hier. Weil gerade dieses Systemkonforme, dieses Abfragen und dann eben auch dieses sanktioniert werden, wenn man eben nicht systemkonform ist, das haben wir ja heute auch. Auch wenn das, ein gewisser Teil unserer Bevölkerung das absolut leugnen würde und sagen würde, wir haben doch Demokratie, Meinungsfreiheit und so weiter. Ja? Du kommst nicht in den Knast für deine Meinung und so weiter. Was willst du denn? Na, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, Robert. Also als anders Sozialisierter, in Anführungsstrichen, ich habe das große Erlebnis immer, dass es schwieriger ist für jemanden, der in der Bundesrepublik groß geworden ist, also gar nicht so als Manko, sondern das System zu hinterfragen. Stimmt, klar. Ja, also im Osten war es aus meiner Sicht offensichtlicher. Sehr offensichtlich. Ja, also die Mauer ist das Paradebeispiel. Es wusste jeder in der DDR diesen Unterschied zwischen privat und öffentlicher Raum. Im öffentlichen Raum warst du eben systemkonform und in jeder Familie wurde darüber gewitzelt und der Honecker Witz gemacht. Es war ja offensichtlich einfach. Ja. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und dann war sie da plötzlich. Ja. Es war offensichtlich und du wusstest, was du in der Öffentlichkeit zu sagen hast, um weiterzukommen. Okay. So. Und genau das ist eben heute der Unterschied zwischen dieser öffentlichen Meinung und dieser veröffentlichten Meinung. Es ist genau dasselbe. Und nur eben haben die Ossis dafür eine ganz andere Antenne. Ja. Zumindest wenn sie älter waren als ich. Und ich glaube, da liegt auch der Grund, warum im Osten die Bereitschaft, diese Lügen zu schlucken, nicht so groß ist wie im Westen. Weil Ostmenschen, die so sozialisiert worden sind und die alt genug waren, um das auch zu verstehen, das schon in ihrer DNA drin haben, der Staat hat nicht immer recht. Ja, und dann sind das die bösen ostdeutschen Rentner, die dann heute sozusagen zu Pegida gehen und AfD wählen. So ist ja das ist Narrativ. Ich glaube, das ist auch ein Problem in den Westländern, dass es das einfach nicht gibt. So dieses, dass der Staat kollabiert und der Staat löst sich auf und das Vertrauen damit gleichzeitig, sondern für Westler ist es verdammt schwer, so diesen Erkenntnisprozess zum Durchlaufen, ich werde hier angelogen. Das ist so. Ja, irgendwie versucht man immer noch so das Fähnchen der Wahrhaftigkeit aufrechtzuerhalten oder der Vernunft. Die Leute versuchen zu glauben, das kann nicht sein, weißt du so. Ja. Aber ich glaube, es nagt an vielen. Ja. Viele stehen mit der Faust in der Tasche da, weil sie sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber die Bereitschaft, es wirklich annehmen zu wollen, ist bei den Westdeutschen viel, viel, viel geringer. Und da sehe ich ein großes Problem, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Also seid ihr Ostdeutschen quasi im Vorteil? Ja, ich weiß nicht, ob es im Vorteil ist. Also ich glaube, dass die Sensibilität vielleicht höher ausgeprägt ist. Auch diese Kuriosität, dass der Ostler, wenn man es... Ich sage immer, es ist opportun, gesellschaftskonform zu sein. Egal welche Gesellschaft. Das heißt, es gibt auch Richter, es gibt Polizisten, es gibt Intendanten beim Rundfunk. Und die gab es zu jeder Systemzeit. So, und da kann man sich ja fragen... Es ist also gut, systemkonform zu ticken, dann wird es in der DDR, für mich immer ein Paradebeispiel, das sage ich, es ist um 180 Grad verdreht, in der DDR gab es die deutsch-sowjetische Freundschaft.
Und es war cool, in der deutsch-sowjetischen Freundschaft zu sein. Es gab kein Gesetz, dass man da drin sein musste. Aber es hat dir dabei geholfen, protegiert zu werden. Mhm. Und dasselbe gibt es jetzt einfach um 180 Grad verdreht. Die Atlantikbrücke. Ist die Atlantikbrücke und es ist gut, da drin zu sein. Mhm. Da wirst du dann Tagesthemenmoderator genau. Und Intendant und ja. So weiter. Ja. Oder eben heute Journalsprecher. Ja? Also ja, insofern, ja. Mhm. Also dass das genau nach derselben Mechanik, also ich will das in dem Sinne nur auf der Mechanikebene vergleichen, dass ich sage, das ist identisch und gilt es immer zu hinterfragen. Ja, das heißt nicht, ist es gut, ist es falsch, sondern mein Vorschlag ist, tiefer gehen zu hinterfragen. Auch bei diesem Thema Medien ist es ja so ein Aspekt. In der DDR gab es eben eine gesetzliche Regelung, dass jeder, der DDR-Fernsehen oder DDR-Radio hören wollte, auch eine Rundfunkgebühr zu entrichten hatte. Mhm. So. Wie gesagt, ist mir erst bei der späteren Recherche bewusst geworden. Was an Kuriosität ja kaum zu toppen ist, man würde heute sagen, ja, die mussten ja ihre eigene Propaganda bezahlen. Mhm. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie empfinden das Menschen heute bezogen auf die Darbietungen, die heute passieren? Mhm. Und da sage ich mir immer, der Rezipient kann das selbst entscheiden. Also es ist doch verrückt, dass derjenige, der es verkündet, also der Rundfunk, wenn der verkündet oder ein Politiker verkündet, das ist sowieso das Beste. Wenn der Politiker verkündet, dass der Rundfunk politisch unabhängig ist. Ja, das ist für mich immer das Paradebeispiel, ein Paradigmen, wie das funktioniert. Aber genauso der Rundfunk, wenn er von sich behauptet, er wäre objektiv, er wäre ausgewogen, er wäre der Wahrheit verpflichtet, dann ist das sicherlich vielleicht seine eigene Wahrnehmung. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Rezipient das in demselben Kontext sieht. Ja. Es ist ja auch okay, wenn es so definiert ist, ist es ja, glaube ja. ich, auch. Also der Rundfunk, dem ja im Rundfunkstaatsvertrag die GEZ-Medien sozusagen ja. Unterliegen, hat ja ein Neutralitätsgebot. Er ja. darf jetzt nicht irgendwie manipulieren und suggerieren und Propaganda darf er erst recht nicht ja. senden und so weiter. Ausgewogene Berichterstattung, aber bla bla bla. Und bin ich dann, genau weil das eben so ja. definiert ist, wird das dann eben auch behauptet, er sei es. In der Praxis sieht es dann natürlich ganz anders aus, es ist dann aber ein anderes Thema. Ja, die Frage der Rundfunkrat ist als neutral definiert, also halten wir uns im Narrativ auch daran sozusagen. Und wie es dann in der Praxis aussieht, das sind dann einzelne Verfehlungen, nennen wir sie Relotius zum Beispiel. Ja. Obwohl der ja gar nicht, ich meine, das Spiegel ist ja wieder ein anderes Thema, ja. aber kommt ja in den GEZ-Medien auch sehr häufig vor. Ja, also ich gebe dir nochmal ein gutes Beispiel bezogen auf das Thema, ab wann ist es Propaganda, Lüge und so weiter. Das ist ja hochkomplex. Aus meiner Sicht gibt es kein Messwerkzeug, um das zu identifizieren. Gibt es nicht. Ja? Also es gibt kein Tool, mit dem du sagen kannst, okay, ab der Stelle ist das jetzt in einem bestimmten Kontext zu sehen. Und an dieser SWR-Antwort, was du auch vorhin gesagt hast mit dieser didaktischen Analyse, ich wollte das explizit genauer darstellen, weil es mir nicht darum geht zu sagen, hey, das ist jetzt hier eine beliebige Programmbeschwerde, sondern ihr verkündet Millionen Menschen in den Tagesthemen, hallo, wir haben hier eine einzigartige Berichterstattung. Und es war nichts anderes als Propaganda. Aus meiner Perspektive heraus, ja. Ich meine, wenn man die Analyse von dir liest, dann kommt man ja, da kann man zu keiner anderen Schlussfolgerung kommen. Ja, und deshalb ist es dann spannend. Also es gibt ja die Detailantworten dann auch von der Rundfunkanstalt dazu, also wie die Redaktion das sieht, was sie alles nicht sagen darf, ja, wo sie auch sagt, nee, da müssen wir denjenigen schützen, der das gemacht hat. Ich kenne ja denjenigen, der das gemacht hat. Und derjenige, der das gemacht hat, bekommt dann Springerpreise, der bekommt internationale Preise für diese Doku. Mhm. Die Doku wird am selben Tag in CNN ausgestrahlt. So, und da muss man sich, also da kann man natürlich zu der Deutung kommen für einen selbst, okay, das ist Propaganda. Ja? Und ich sage mir dann immer daraus, okay, was ist, wenn du dir das jetzt wahrnimmst? Wird daraus dein Handeln anders? Ja, also sagst du jetzt, ja, die Rundfunkanstalt soll sich jetzt ändern oder zahle ich jetzt nicht mehr den Rundfunkbeitrag? Also was ist die Quintessenz dessen, dass du hart gesagt feststellst, dass das so ist? Ja? Und deshalb wahrscheinlich auch in dem Bereich, oder ganz klar, mein Engagement, dass ich sage, ich nehme das nicht mehr hin. Mhm. Also für mich ganz persönlich, ich nehme das nicht hin, dass der Kaiser nackt ist, alle tun so nach dem Motto, nee, der Kaiser ist nicht nackt. Ja? Spielt keine Rolle, ob der 400.000 der Intendant erhält oder 600.000 Klaus Kleber und man es nicht hinterfragen darf. Ja? Oder auch diese Naivität, es gibt wunderbare Pressekonferenzen, wo die Intendanten gefragt werden, ey, ist es nicht für euch ein Problem, dass Klaus Kleber irgendwie hier in der... Und dann stolpern sie so vor sich hin im Gespräch, nee, das ist kein Problem, das ist so privat, da können die sich ja treffen. Ja? So, und das... Deshalb sage ich, es ist wie deutsch-sowjetische Freundschaft. Ja? Also es ist genau um 180 Grad verdreht, genau das Gleiche. Es ist völlig opportun, so zu sein. Ich finde es ja auch, also ich finde es auch gar nicht verwerflich, in der Atlantikbrücke zu sein. Es ist nur erstaunlich, dass diese Menschen eine extreme Karriere machen.
Ja, also und vor allen Dingen nicht nur, das ist der Medienbereich, sondern gesellschaftsübergreifend. So, und da kann man sich schon fragen, wie, also woher kommt der Zauber? Ich wollte noch auf die Geschichte von deinem T-Shirt kommen, ja, wenn wir das einmal einfangen können. Superlative Conspiracy steht da drauf, ja, das ist natürlich schon auch eine tolle Aussage. Gab es denn vor deiner kritischen Analyse des Mediengeschehens ein anderes Ereignis, was dich wirklich nachträglich beeinflusst hat? Du sagst, du bist als junger Mensch schon kritisch gewesen, dass du sagst, ey, ich Bausoldat, ich check das, was hier läuft. Ja, dass du als junger Mensch schon geschnallt hast, Moment. Aber war irgendetwas für dich besonders prägend in deiner jungen Erwachsenenzeit, zwischen 20 und 30, das dich auch auf den heutigen Weg geschoben hat? Also auf jeden Fall. Das sind familiäre Aspekte, die mir widerfahren sind, auf einer tiefen Impact-Ebene, die mich grundlegend verändert haben und die mich auch haben angstfrei werden lassen. Weil, also wenn du dann verstehst, ich kann das jetzt eher auf einer abstrakten Ebene nur lieber darstellen. Wenn du lernst, mit jemandem zu sprechen, der nicht sprechen kann. Wenn du lernst, mit jemandem zu kommunizieren, der eigentlich nicht kommunizieren kann. Also es sind sehr, deshalb kann ich das jetzt nur auf so einer Metaebene wiedergeben, sehr, sehr tiefe Impact-Sachen, die mich 16 Jahre lang begleitet haben, die mich auch mit Tod, jeden Tag mit Tod auseinandersetzen musste. Die haben mich auf eine, da spielt auf einmal Medien und das, was dir jeden Tag erzählt wird, bekommt eine ganz andere Dimension. Ob die Zahnpastatube ausgedrückt ist oder nicht, spielt einfach, also ich habe einfach einen neuen Lebensfokus bekommen. Und der hat mir aufgezeigt, konsequent schon, also deshalb wahrscheinlich auch diese Bausoldat-Geschichte, das war davor, aber ich wurde einfach damit aufgezogen, folge deinem Herzen. Okay. Folge konsequent deinem Herzen. So, und da weißt du natürlich, deshalb gehe ich das auch fröhlich an. Du weißt natürlich, dass wenn du nicht gesellschaftskonform tickst oder in einen Bereich reinstößt, dass das nicht auf Gegenliebe stößt. Ja? Also das ist völlig klar, aber das lässt mich überhaupt nicht verzweifeln, sondern es macht genau das Gegenteil. Ich sage mir, nur mit Menschen, die ihrem Herzen folgen, ist es möglich, ich nenne es immer den Riss in der Matrix zu erzeugen. Also einfach dahinter zu schauen, in die Tiefe zu gehen oder die gesamte Dimension des Lebens wertschätzen zu können. Ja? Ja, ich stelle gerade fest, wir haben eigentlich exakt die gleiche Motivation oder den gleichen Antrieb. Du kämpfst halt sozusagen deinen Kampf gegen diese Rundfunkgebühren. Ich habe Nuviso gemacht und versucht da halt irgendwo auch einen Ausgleich zu schaffen. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen naiv herangegangen. Ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, wenn ich jetzt was mache und einfach jetzt YouTube gerade frisch nutze, um sozusagen neben dem Mainstream andere Informationen zu verbreiten, da dachte ich, damals wirklich, da wird schon ein paar geben, die Juhu schreien und ja, jetzt ändert sich irgendwie alles. Dass das nicht nur auf Gegenliebe stößt, das damit habe ich schon gerechnet, aber dass es dann auch so heftig wird, dass man tatsächlich für Fragen, die ich ja nur gestellt habe, ja, mit Verschwörungstheorien hatte das wenig zu tun, allein nur objektive Fragen, die Journalisten nicht gestellt haben zum Thema 11. September zum Beispiel. Das habe ich ja gerade mitbekommen bei der ARD. Ich hatte gerade frisch angefangen, habe dann 8 Jahre bei der ARD gearbeitet und in diesem Zeitraum eben auch all das festgestellt. Von innen heraus habe ich das beobachtet, wie es eben läuft. Und habe halt auch sehnsüchtig darauf gewartet, wo ein Ansatzpunkt sein könnte, was kann ich irgendwie tun, um diese Situation zu verbessern. Das war dann eben YouTube, daraus ist dann Nuviso geworden und so weiter. Das ist eben der Weg. Aber es ist doch faszinierend zu beobachten, wie in den letzten, in den letzten 20 Jahren sich das eben wirklich so entwickelt hat, dass es eine parallele Medienwelt gibt. Das ist halt ein völlig neues Phänomen und dass diese parallele Medienwelt erstmal überhaupt nicht steuerbar ist, weil es eben dieser Bürgerjournalist ist, dieses YouTube, jeder hat seine Meinung, jeder gibt noch seinen Senf dazu. Yeah. Ein paar vergreifen sich dann auch im Ton, sogar im strafrechtlich relevanten Bereich. Und es treffen halt alle Meinungen aufeinander in jeder erdenklichen Qualitätsstufe. Und es fühlt sich jeder in seiner Blase bestätigt. Und wenn er die verlässt, stellt er fest, oh Gott. So, das ist so das, was jetzt gerade gegenwärtig vorherrscht. Und man versucht das einzudämmen mit neuen Gesetzen. Stichwort Telemediengesetz. Ja. Kannst du uns darüber mal was erzählen? Also ich will es nicht zu kompliziert machen. Ich mache es ganz einfach. Es gibt den Rundfunkstaatsvertrag. Und der Rundfunkstaatsvertrag wird in diesem Jahr modifiziert zum sogenannten Medienstaatsvertrag. Schon das Wort Rundfunk wegzunehmen, sollte jeden eigentlich aufhorchen lassen. Warum fliegt denn jetzt das Wort Rundfunk weg, wenn das Ding zukünftig Medienstaatsvertrag heißt?
Und ich denke, dass es, wenn man sich den auch durchliest, hochkomplexes Thema, geht es ja darum, sehr stark vereinfachte Sicht sicherlich aus meiner Perspektive heraus, weiterhin die Deutungshoheit zu behalten über andere Kommunikationskanäle. Also das, was vorher Rundfunk als ausschließlicher Kanal geleistet hat, auch historisch, wenn man sich öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja anschaut, gab Radio, gab Fernsehen und es war ausschließlich dominiert durch öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. In den 80er Jahren kommt Privatrundfunk dann hoch. Mhm. So, und jetzt ist der Deal, lassen wir den zu, lassen wir den nicht zu. Gibt einen ewig langen Kampf dazu, zu diesem Thema. Und man sagt, man lässt den nur zu, wenn man die das Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beibehält. Dass der die einzige Instanz ist, objektiv zu sein, ausgewogen zu sein, aus dieser ganzen Finanzierungsmechanik heraus. Ja. Und jetzt haben die natürlich 2000 ein Riesenproblem. Also es fängt so um die 2000 an, ein bisschen vorher schon. Was ist jetzt mit der nachwachsenden Generation, die keinen normalen Fernseher mehr hat? Was ist, wenn das Endgerät sich ändert? Was ist, wenn ich jetzt im Internet mir Informationen suche? Geht es eigentlich aus meiner Sicht noch gar nicht darum, ist das jetzt ein audiovisuelles Angebot, sondern ich sehe erstmalig andere Informationen. Und das ist für mich so ein bisschen wie die Öffnung der Büchse der Pandora. Also ich sehe das auch ähnlich immer halt in der DDR. Wie ist es in der DDR möglich, dass alle in dem Korridor bleiben, versuche sie von Westfernsehen abzuschotten? Ja, ich bin in Berlin groß geworden, ich bin mit meinem Kumpel immer in die Leipziger Straße, wir sind in Hochhäuser reingegangen, haben rübergeschaut auf das Bild-Zeitungsgebäude in den Westen und für uns war immer, wie verrückt ist das? Es sind ein paar Meter und da drüben ist die Welt anders und uns wird die Welt hier so erklärt, wie verrückt ist das? Ja? Und es funktioniert natürlich nur, wenn ich, in Dresden war ja auch so ein gutes Beispiel, da konnte ich einfach, es war kaum möglich, sag ich mal, Westfernsehen zu empfangen. Technisch war es schwierig zu empfangen. Da ist ja klar, wenn ich nur diesen Informationshappen zu mir bekomme, gehe ich eher davon aus, das wird wohl ein Teil der Wahrheit sein. Ich habe gar kein Korrektiv. So, also ein Korrektiv nicht so, wie wir es heute kennen mit Korrektiv, sondern ein Korrektiv, wie man sich das Korrektiv vorstellt. Und bezogen eben auf dieses Thema Internet, aus meiner Sicht ein Paradebeispiel, der Rundfunk will sich einfach diesen Bereich zurückerobern. Ja, umsonst nicht Funk, also dieses Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was es im Internet gibt. Man kauft sich einfach YouTuber ein und sagt, das ist jetzt öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Also verrückter geht. Haben die bei dir nachgefragt? Nö, bis jetzt nicht. So, also, aber das wäre eigentlich aus meiner Sicht das Paradebeispiel. Also wenn ich dafür aufzeigen will, eine Vielfalt aufzuzeigen, auch vielleicht eine Vielfalt anders die Welt zu betrachten, geht gar nicht um richtig oder falsch, sondern einfach einen anderen Blick auf die Dinge zu haben, wäre der erste Gedanke, MDR ist nicht weit, fahre ich bei euch vorbei, klingle hier und frage, ey, wollt ihr nicht Teil der Funkgruppe sein? Ja, ja gut, das waren einfach nur schlechte Caster. Also wenn man sich anguckt, wer dann bei Funk gearbeitet hat, wobei da auch nicht alle schlecht sind. Nein, nein. Also ich finde, ja, müsste ja, wissen, worauf finde ich jetzt persönlich gar nicht aber so schlecht. Aber jetzt zum Beispiel diesen Raik Anders und so weiter, das wäre jetzt nicht der erste Ansprechpartner gewesen, wenn ich sozusagen den Rundfunk ins Internet tragen will. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Ja. Aber eben dieses Thema, dass der Rundfunk für sich, sag ich mal, erobert nur den Übertragungsweg des Internets für sich, um zu sagen, wenn ich mein Content ins Internet stelle, bedeutet das, dass du da Rundfunkangebote zu dir nimmst. Ja, verrückter geht es aus meiner Sicht gar nicht. Das wäre so, ist ja klar, wenn du Inhalte ins Internet reinstellst, würdest du jetzt sagen, okay, müssen alle dafür einen Beitrag bezahlen, weil ich meinen Inhalt da reinstelle. Also das ist ja das Gegenkonzept eigentlich des Internets. Ne? Also jeder Zugang oder für alle der gleiche Zugang dazu. Und deshalb sage ich bei diesem Thema wegen Staatsvertrag, Rundfunkstaatsvertrag zum Medienstaatsvertrag, hier sieht man sehr gut, wie die Weichen gestellt werden, dass das Medium reguliert werden soll, auch das Internetmedium reguliert werden soll. Da gehört nicht nur der Medienstaatsvertrag dazu, sondern auch andere gesetzliche Regelungen zum Thema Hassrede und so weiter. Wenn man auch sieht, was YouTube macht technisch, wenn man sieht, was Google macht technisch zum Thema Ranking, wie werte ich was, was ist eine glaubwürdige Quelle? Ja, also im Kontext von journalistischer Tätigkeit. Man muss sich ja nun mal, kann ich jedem empfehlen, sich frisch blanko einen Rechner kaufen. Ja, also, oder sich schenken lassen, wie auch immer. Ihn anmachen, so dass der Rechner noch nicht weiß, dass du es bist. Und dann kann ich jedem raten, mal kurz auf Google zu gehen und mal auf YouTube zu gehen und die ersten Suchergebnisse sich anzuschauen. So, das ist einfach nur mal eine Empfehlung. Da weiß man, okay, wie soll das Narrativ funktionieren? Ja, da kommt jetzt kein Inhalt von dir. Ja, sondern da kommt natürlich anderer Inhalt. Und da geht es nicht darum, hat der, sag ich mal, mehr User-Zugriffe, ist der erfolgreicher, sondern er ist einfach opportun und gesellschaftskonform.
Und das ist schon freaky, wenn man dann sagt, okay, wie sind denn da die Algorithmen? Da gibt es mehr als Algorithmus, sage ich immer. Ja? Die machen mir Angst, diese Algorithmen. Die sind wirklich scary. Ich habe neulich, blödes Beispiel, wir waren mit meinem Hund unterwegs, habe einen jungen Mann kennengelernt, der hatte auch einen Hund und der hatte eine Hangdrum dabei. Oder Hangdrum, dieses mega geile Instrument, mit diesem, wie so eine Kalypso-Trommel andersrum. Mhm. Und der hat ein bisschen gespielt und ich habe da ein kleines Video davon auf meinem Handy gemacht. Ja. Tschüss gesagt, alles gut, weitergegangen. Ich bin nach Hause. Ich habe weder Hangdrum eingegeben noch sonst irgendwas. Und der zweite Vorschlag bei YouTube war ein Video von so einem 2 Stunden Hangdrum Video. Und ich so, WTF, was ist jetzt? Wieso? Warum weiß der Google-Algorithmus jetzt, dass, hat er den Ton erkannt, den ich mit meinem Handy aufgenommen habe? Oder hat er gehört, was ich gesagt habe? Schau mal bei deinen Einstellungen am Handy nach, was du alles zugelassen hast. Und das ist so, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass ich mit einem Gast telefoniert habe. Wir haben über ein Thema gesprochen und er geht nach Hause und in seiner Smart-TV-YouTube-App taucht das Thema auf, über das wir uns im Auto unterhalten haben oder so. Ja. Und das war dann irgendwie, und das habe ich jetzt von so vielen Leuten schon gehört. Und es ist nutzerfreundlich, jetzt, ist doch nutzerfreundlich, jetzt ist oder? Die Frage natürlich dann, was heißt das für uns? Also kriegen wir dann nur noch die Informationen, die auch das System für uns zur Verfügung stellt? Oder in welche Richtung geht das Ganze? Es geht wieder zurück zum betreuten Denken. Das Internet war quasi, ein paar Jahre gebraucht, um das überhaupt erstmal einzufangen. So. Ja. Und jetzt wird natürlich alles getan. Aber die Frage ist ja, macht das überhaupt Sinn? Werden die das schaffen? Also mit der breiten Masse glaube ich ja. Weil du kennst doch die Trägheit der Masse. Die meisten Menschen, die haben auch gar keinen Bock zu surfen und zu suchen und so. Wir haben neulich erst darüber gesprochen, es gibt Studien, die sagen, dass bei Netflix und Amazon und so die Leute mehr suchen zeitmäßig, als dass sie gucken. Und das stresst Leute, dass die am Abend heimkommen und sagen, ich habe keinen Bock, jetzt noch eine Stunde zu suchen. Ja. Die Frau will das nicht, der will das nicht, dann will der Sohn das nicht gucken und so weiter. Also geht man zurück zum normalen Fernsehen, wenn man sagt, man guckt irgendetwas. Ja, der Vorteil, weil die Leute sich gerne berieseln lassen. Ja. Und so ist es dann auch mit den Algorithmen, glaube ich, dass die Leute sagen, guck mal, was bei Google läuft gerade. So. Nein, deshalb, auch wenn es kurios klingt, bin ich ein großer Freund davon, wirklich Abstand davon zu haben von den Medien. Ich schaue kein Fernsehen, höre keinen Rundfunk, lese keine Zeitung, habe keinen klassischen, sag ich mal, Informationszufuhr von Medien seit mehreren Jahren. Und das ist verrückt, weil man kommt irgendwo hin und jemand erzählt etwas ganz Aufgeregtes. Hast du gehört? Ja, Coronavirus. Und was auch immer. Ja. Nee, habe ich nicht gehört. Aber es ist ganz und alle. Ja. Dann habe ich gesagt, kurios, ich hatte den Gedanken vorher, kannte ich nicht. Ich hatte auch keine Angst davor, dass das ein Problem sein könnte. Und so, jetzt kann man sich ja fragen, wer ist jetzt verrückt? Dann könnte man sagen, naja, der jetzt nicht sich informiert hat, ist verrückt. Mhm. Und ich sage, oder ich gebe das als Empfehlung, zieh das mal durch. Und du wirst merken, deine Perspektive verändert sich grandios, weil du das Gefühl hast, hey, warum seid ihr so angetriggert? Du kommst aus deiner Form, in die du vorher gepresst wurdest, raus. Du informierst dich, wirst schön in Form gebracht, das dann eben auch massentauglich. Ja. Und du lebst da asketisch sozusagen. Ja. Aber wie machst du das dann mit, ich meine, du arbeitest ja auch an dem System, du brauchst ja gewisse Informationen, um diese Arbeit auch zu machen. Ja, also, aber es hat sich bei mir verändert. Also als ich eingestiegen bin in diese Thematik, ich hätte es mir nie vorstellen, muss ich ehrlich sagen, nie vorstellen können. Ich war zu einer langen Zeit so eine Art Informationsanalyse-Junkie. Also wie gesagt, mir ging es ja nicht darum, was ist das für eine Information, sondern kann sich ja jeder vorstellen, bei einem Ereignis wie in Syrien oder so, Giftgas und so weiter, habe ich gecheckt, alle Quellen weltweit, also was mir möglich war, um zu checken, okay, was steht denn da in dem UN-Bericht, was ist da, also wirklich rein in die Quelle, um es zu verstehen. Und ich dachte, wie verrückt ist denn die Aufarbeitung? Und ich bin eigentlich bei Libyen habe ich das sehr, sehr stark schon angefangen und ich habe mich gefragt, wie ist das grandios, diese Synchronität? Also auch dieses Dämonisieren eines Menschen, wenn ich in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis frage, auch in der Familie, war klar, das sind Diktatoren, die sind, dann habe ich gesagt, hast du dir selbst ein Bild davon gemacht? Hast du selbst recherchiert? Nee, das ist gar nicht notwendig, weil alle sprechen davon, dass das so ist. So, und dieses, also wahrscheinlich, das ist so dieses DDR-Syndrom, wenn alle davon sprechen, dass so ist, sage ich, ja, ist die erste Eisenbahn, das zu hinterfragen. Also das heißt nicht, dass es nicht so ist, sondern das ist verflixt nochmal deine Aufgabe, dich zu fragen, was hat es denn jetzt mit dir zu tun? Was hat es mit dir zu tun? Sollst du eingetriggert werden? Auch diese Verrücktheit von, dass Kriege nicht mehr Krieg heißen.
einsetze, ja, oder Friedenserhaltungsmaßnahmen, da sage ich... Also, Kampagnen. Oder Kampagne. Kampagne ist mein Lieblingswort. Das, ja, also das, ja, das ist schon das zeigt alles auf. Und da sage ich eher, es wäre sehr, sehr hilfreich aus meiner Sicht, wenn es eigentlich eine Art, sag ich mal, Medienkompetenzfach geben würde in der Schule. Und zwar völlig neutral, um zu verstehen, in Bezug jetzt darauf, es gibt ja so etwas, was auch begleitet wird durch Faktenfinder, ja, die dabei helfen, in der Schule zu analysieren, was ist was. Aber ich bin ein großer Fan davon, wirklich, ich komme aus diesem kommunikationstheoretischen Bereich, um zu verstehen, wie ist Information eigentlich aufgebaut. Na, also wenn wir miteinander sprechen oder wenn dir eine Information zugeführt wird, ist es ja nicht nur die Information da drin, sondern ist es gleichzeitig da drin, wie meine Wertung über den anderen ist, was mein Appell da drin ist. Also ich sage nicht, jede Art von Kommunikation, auch wenn es hart klingt, ist für mich Manipulation. Und zwar erstmal wertneutral. Mhm. Weil ohne diesen Informationstrigger, dass ich von A nach B was übertrage, würde dieser Gedanke beim anderen gar nicht platziert sein. So, und dieses Hinterfragen, deshalb sage ich auch diese Zeit des Nationalsozialismus, wie ist es möglich, dass alle Menschen in diesem Einklang irgendwie da drin sind? Mhm. Kann ich die dann danach alle dämonisieren oder wie in der DDR dann alle resozialisieren, dass das dann alles, die Kommunisten leben in der DDR, ja, und die ehemaligen Faschisten leben alle in der Bundesrepublik? Also so ist das typische Dogma in der DDR gewesen vom Erzählen her. Da sage ich mir, nein, fang an, es selbst zu hinterfragen und frag auch einfach, fang bei dir selbst an, inwieweit hat das wirklich alles Impact? Mhm. Also dieses ganze, also ich, es ist euer Job, ja, Informationen nach außen zu tragen. Wenn man da aber tiefer auch mit sich selbst gehen will, ist es, lass los von all den Dingen. Ich habe ein Rezept gefunden. Okay. Ich habe wieder einen Hund. Ja, also ganz ehrlich, und ich genieße das einfach im Wald, auch am Wochenende. Wir waren jetzt stundenlang im, ja, Wald, ganz neue Welpe, weißt du, musst du, ja, raus und so. Und es ist wie Balsam für die Seele, ja. Also das ist so entspannend und befreiend. Ja. Der Ganser nennt es auch digitales Detox. Mhm. Also offline ist das neue Bio und so, mhm, weiter. Dass man wirklich so immer wieder offline geht und sich diesen Informationen, also dass man die gar nicht an sich ranlässt. Ja. Aber ich kann natürlich nicht anders. Ich muss es ja machen, sonst könnte ich hier nicht sitzen habe ich noch nie gehört. Also ja, so, ja. Von dem her gesehen, ist es so eine Gratwanderung zwischen, ich will wissen, wie die Welt organisiert ist, ja, und wie ich quasi verarscht werde. So das Durchdringen dieser ganzen Propaganda, Edward Bernays, ja, Erben und so weiter, ja, das schreibst du ja auch, dass dich das maßgeblich fasziniert. Und gleichzeitig aber auch so eine innere Balance zu finden, sich nicht verrückt machen zu lassen. Die letzten zwei Wochen habe ich alle drei Stunden den Coronavirus-Verlauf gecheckt und habe den Graph angeschaut und geguckt. Predictions, actual, so, mhm, okay. Und, mhm, mein eigener Grad der inneren Anspannung, den, ja, konnte ich stündlich quasi steigen sehen, ja, und so. Wie kommt man da raus? Außer, dass man sagt, nur, ich gehe gar nicht rein in das Thema. Doch. Das ist die einzige Möglichkeit, also, oder? Nein, du sei einfach offen dafür, dass das Thema mediale Zuführung von Informationen ist, ich will jetzt nicht sagen, ein manipulativer Kontext, in dem, du sollst jetzt dämonisiert werden, mhm, und beeinflusst, mhm, werden, sondern das ist ein Punkt, der dich festhalten kann in deinem Leben. Also festhalten kann in Bezug auf, gibt es da noch mehr zu erfahren im Leben? Also was ist, wenn ich mich von diesem Informationskontext löse? Mhm. Also du sagst es so schön, du gehst mit deinem Hund in die Natur und dann hast du das Gefühl, es ist eine andere Realität. Also eine andere Realität bezogen auf, das tut mir gut, ich bin in liebevoller Interaktion mit meinem Hund, mit meiner Frau, mit wem auch immer. Ja, habe ein Gefühl zur Natur. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das ist hier entspricht viel mehr diesem inneren Kern, wie wir eigentlich sind. Nicht dieses, lass uns alle manipulieren, lass uns alle zusammenführen, mhm, zu einer Idee, lass uns alle Angst haben vor, weiß ich nicht, einem Virus oder vor irgendeiner Entscheidung, die oder was Drohendes ist. Das würde alles gar keine Rolle spielen, würde es nicht zu dir gebracht werden. Das ist aber immer dieses Beispiel, wo, mhm, ich sage, Krieg ist nicht möglich, wenn er nicht medial in meinen Kopf kommt. Mhm. So, das heißt natürlich nicht, okay, ja, dann siehst du die Dinge nicht. Ich sage nur, es ist eine Option, dem zu begegnen. Zu sagen, nur mal als Test, mhm. Mhm. Was ist, wenn ich Handy auslasse? Also, oder das Handy nur dazu benutze, ich weiß, wie schwer das ist, mhm, zu sagen, was ist, wenn ich nicht YouTube schaue? Ich weiß, dass es hier schwierig ist, aber was ist, wenn ich das nicht mache? Oder sich bewusst werden, es gibt bei YouTube so eine Funktion, da kannst du nachschauen, wie lange du da drin hängst, in dem YouTube-Kontext. Ne? Also wie lange schaue ich... Das wollen viele gar nicht, nein, sehen. Und ich habe eine aktuelle Zahl. Pro Tag schaut die Menschheit 1 Milliarde Stunden YouTube pro Tag. Und das ist aus meiner Sicht vertane Energie bezogen auf, kümmere dich um deine Lieben,
Ja, kümmere dich um dich selbst. Ja. Ja, also dieser kleine Punkt, wo du sagst, sei liebevoll, energetisch in diesem Kontext. Mhm. Und der wird dafür sorgen, dass das in guter Schwingung ist. Und das Schöne ist, und deshalb sage ich, bei Medienkompetenz geht es eben darum zu verstehen, okay, warum, also auch mein eigenes Beispiel ist es ja, wo ich gesagt habe, ich wollte gerne mal verstehen, warum hänge ich eigentlich, also geht mir noch heute so, wenn ich ein Bewegtbild sehe, zack, gucke ich hin, bin fixiert. Mhm. Wie kleine Kinder. Und ich wollte immer verstehen schon, warum ist denn das so? So, und wenn ich jetzt verstehe, ah ja, das ist ein Trancezustand, der da gerade stattfindet, dass so ein Wellenabgleich, also ähnlich wie beim Schlafkontext funktioniert das, ja, wir werden automatisch dadurch, hat was mit unseren Sinnen zu tun, wie die funktionieren. Sind wir automatisch und wir sind, boom, sind wir ausgeschaltet. Ja? Das heißt, wir sind da voll fixiert, wir lassen das voll rein, ja, in unser Hirn. Und die meisten kennen ja auch diesen Effekt, sie schaffen es nicht auszuschalten, sie schaffen umzuschalten. Ich weiß nicht, wer alles noch YouTube schaut, aber bei YouTube sehe ich auch immer dasselbe Phänomen. Die Leute hängen von ihren iPads, ja, vor ihren riesen Flatscreens. Und was sie schaffen ist, die nächste Empfehlung, klick. Ja? Mhm. Aber was sie nicht schaffen ist, hey, ich habe hier 10 Minuten. Und wenn ich daran denke, ich möchte gerne mein Leben irgendwie vollfüllter machen, mit schönen Dingen, kreativ sein, mach das, mach die Kiste aus. Ich habe noch Hoffnung. Okay. Ich habe noch ein kleines bisschen Hoffnung, dass es nicht alle gehen und... neulich einem jungen Mann begegnet, 13 Jahre alt, Nachbar, auch mit Hund unterwegs, da heißen beide Lucky, super. Auf jeden Fall habe ich ihn dann ein bisschen gefragt, wie es denn so mit Medien ist und ob er ein Smartphone hat, ja klar, aber er hat es eigentlich nicht so oft an und wenn er dann eine halbe Stunde geguckt hat, fällt ihm eigentlich auf, dass er in der Zeit auch mit seiner Familie etwas machen könnte. Ja. Und da war ich echt so innerlich so, wie alt? 13. Und ich so, oh Halleluja, Gott sei Dank, es gibt offensichtlich doch noch junge Kinder oder Jugendliche, die auch erkannt haben, dass es nicht das Beste ist, wenn man nur in diese Glotze reingeht. Also nicht, dass wir uns missverstehen. Also achtsam damit umgehen. Also wenn du eben halt das als dein Arbeitswerkzeug brauchst, weil du sagst, ich muss Nachrichten analysieren, dann sag dir, okay, heute mache ich 2 Stunden oder wie auch immer dein Arbeitsalltag ist dafür, ich schaue jetzt 2 Stunden, danach ist aber Schluss. Mhm. Das reicht ja auch. Es wird ja nicht besser. Ich sage ja immer, deshalb auch dieser Unterschied, weil du sagst, wie informierst du dich? Es ist ein Riesenunterschied, in ein Archiv zu gehen, ein Buch zu lesen, als die nächste News, wieder den nächsten fragmentierten Happen zu bekommen. Mhm. Ist ja schon mehrfach analysiert worden, wie das dann so funktioniert, den wir eh nicht verarbeiten können, sondern wir hängen wie so ein Hängkliver, hängen wir wieder dran, morgen muss ja weitergehen, bei dem Virus, morgen muss es ja weitergehen. Oder der Sturm, jetzt ist es noch stürmischer. Ja? Wo ich sage, es ist wie bei Drogenabhängigen, weil dieses gewisse... wenn du Interesse an einer Information hast und wie heißt jetzt dieser Schauspieler oder weißt du, du willst es unbedingt wissen und durch Wikipedia und wie es alle Möglichkeiten hast du halt die Möglichkeit, das innerhalb von Sekunden zu haben. Das gibt einen kleinen Endorphinausschuss. Ja. So dieses instantane Wissen zu generieren, das macht mit uns etwas und wir werden danach abhängig. Und ich habe erst vor kurzem, schon länger her, einen Artikel gelesen von einem Journalisten, der gesagt hat, er kann sich gar nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal einen Artikel gelesen hat, der länger wie 2-3 Seiten war. Mhm. Weil auch mal 100 Seiten in einem Buch, einfach mal, du tauchst ein in eine Welt, egal ob fiktiv oder Sachbuch, mal 100, 200 Seiten, das habe ich früher oft gemacht. Ja. Den ganzen Nachmittag, ich habe plötzlich auf die Uhr geguckt, das waren jetzt 4 Stunden, 200 Seiten. Mhm. Weißt du so, okay, jetzt lese ich die Schlagzeilen und den ersten Text und dann den Anfang von dem Text und dann, okay, habe ich verstanden, nächstes Thema. Mhm. Wir werden so getriggert. Richtig, aber da sage ich eben, das hilft dabei, dich energetisch leer zu saugen. Stimmt. Ja, also das ist der schnelle Impuls, das ist irgendwie wie das schnelle Befriedigen der Sache. Auch dieses Beispiel bei Google, also zu googeln, da sage ich, das ist also, wenn ich sehr schönes Buch, kennt jeder, 1984 lese, dann ist es so, dass ich sage, die Werkzeuge sind alle da. Mhm. Sie sind alle genauso da, wie sie in dem Buch skizziert sind, was für ein Zufall. Und sie schaffen auch genau diese Methode. Die Leute googeln nach etwas. Sie kommen gar nicht auf die Idee, dass das ein Informationskorridor ist, den ich beschneiden kann. Ich kann sagen, ich lasse die Informationen zu, ich lasse die nicht zu. Dann sind die wohl nicht da, die Informationen. Das heißt also, geh raus aus diesem digitalen Raum. Das kann ein Raum sein, um sich Informationen zu besorgen. Mhm. Meine Erfahrung ist auch im Kontext der Recherche mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist der, verlass auf jeden Fall diesen Raum. Also wenn du mehr Details wissen willst zu Strukturen, wie auch Hintergrund, das ganze Ding lobbyistisch abgesaved ist, denkst du, da findest du einen Fachbeitrag im Internet dazu oder auch publikationstechnisch hochkomplex, also wo findest du wirklich tiefgreifende Literatur zu diesem Thema,
was wird dir zugänglich gemacht und was nicht. Da sage ich mir, okay, Internet ist eine Baustelle, die man zu sich führen kann. Aber ich bin großer Fan davon, auch länger zusammenhängende Dinge zu lesen. Also lieber einen dicken Schinken in seiner Komplexität, um zu sehen, ey, da sind tausende Quellen. Der Mensch, der das Buch geschrieben hat, brauchte viel Zeit, um das alles zusammenzutragen. Schau dir jede Quelle an, nimm dann diese Quelle, weil die weiterführend ist, noch tiefer reinzugehen. Insofern kann ich das gut verstehen. Ich bin genauso drauf gewesen in Bezug auf Medienanalyse und kann nur, um da nochmal den Bogen zu spannen, dazu nur die Empfehlung geben, dass Kinder oder Jugendliche, die in dieser Lernphase sind, viel besser verstehen, okay, wie funktioniert das überhaupt in der Art? Wie funktioniert Kommunikation? Die lernen nicht, wie Kommunikation funktioniert. Also warum streiten sich meine Eltern? Ja? Warum komme ich mit dem einen klar, mit dem anderen nicht klar? Dieses Perspektivische, wie funktioniert das? Auch mein Wertefilter, woher kommt der überhaupt? Wie ist der darauf gespielt worden? Ja? Wie komme ich zur Intuition, zu diesem Kern, wo ich immer sage, der erste Job in der Gesellschaft ist, mach das Ding zu. Mache es zu, weil wenn du es aufmachen würdest, würdest du lauter Leute haben, die eigene Ideen haben, die völlig andere Dinge, sag ich mal, realisieren würden. Und das funktioniert natürlich nicht gut in einer Gesellschaft. Also klebt das Ding zu, funktioniert auch wunderbar, das Zukleben. Und da kann ich eben nur empfehlen, aktuell, zumindest wäre das ein kleiner Raum zu sagen, mach Medien, gib den Kindern mit bei, auch Beispiele, dass es gar nicht darum geht, ist es jetzt eine schlechte Information oder eine gute oder falsche, sondern zu lernen, auch in Bezug von Informationsaufbereitung, wie hochkomplex sowas ist. Also so nach dem Motto, wie seit ich wollte schon sagen, seit Menschengedenken, aber seit Bundesrepublikgedenken gibt es eine Tagesschau fast. Ja. Und das Ritual wird noch in derselben Logik durchgeführt, als wenn es gar keine Transformation in der Gesellschaft stattgefunden hat, sondern es wird versucht, in 15 Minuten die Welt zu erklären. Wer erklärt mir die Welt? Was sind das für Happen? Ich habe da die ideale Anmoderation von der Tagesschau, so nach dem Motto, Gong, guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist nichts Relevantes für Sie passiert, schalten Sie jetzt ab. Guten Abend. Das wär ideal, wenn es sowas mal geben würde. Ja, oder sehr schön würde ich ja auch mal finden, stell mal vor, es wären nur tolle Nachrichten. Just good news. Ja, just good news. Also dieses ganze Thema, angenommen, Krieg wäre weg, Konflikte wären weg, ja, Terror, Angst, all dieser Kram wäre weg. Ja. Dafür würde es eine Sonderausgabe geben. Ja? Die Nachrichten für Terror und Angst, so würde ich sie nennen. Ja? Die kann man dann bewusst, ich würde sie auch so nennen. Ja? Also nicht abwerten, sondern ich würde sie so nennen, damit ich weiß. Okay. Ist doch eh so wie ein P18-Film, wo du weißt, aha, hier geht es ein bisschen härter zu, ich will das jetzt zu mir führen. Es gibt diesen Gedanken in Filmform. Kennst du Free Rainer? Nein. Mit Moritz Bleibtreu. Nein. Ist schon älter. Ich glaube mindestens 2004. Und da geht es darum, dass ein total durchgekokster Fernsehproduzent irgendwie keinen Bock mehr hat auf diesen Quotendruck und entscheidet, die Quoten zu manipulieren. Ja. Und er besorgt sich dann irgendwie so in einem dieser Quotendörfer, besorgt er sich so einen Transcoder, Transponder. Ja. Und irgendwie schaffen die das, dass die den Sendungen, die bis jetzt wenig Quote hatten, guten Quoten zu packen. Und also das Verhältnis von qualitativem Schund und Hochwert wird genau umgedreht. Ja. Und in dem Film wird es dann so gemacht, das ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe, dass die Leute sich plötzlich freuen, dass da endlich mal was richtig Gutes kommt. Das wusste ich gar nicht. Und das ist ja richtig toll. Und so entwickelt sich ein ganz anderes Bild auf die Gesellschaft. Ja. Das wird in diesem Film da sehr gut gezeigt, dass die Leute gar keinen Bock haben auf RTL2 Mist und so. Ich meine, RTL2 gibt es auch. Gibt es auch in anderen Kanälen Mist. Ja. Ich will es jetzt nicht nur auf den Kanal beziehen. Ja. Also das ist nicht so, dass die Menschen diesen Rotz unbedingt sehen wollen. Nein, das wird ihnen verordnet. Das ist ja das Problem, dass es von oben aufoktroyiert wird, was wir angeblich zu sehen haben. Also da weiß ich nicht, ob es von oben aufoktroyiert wird, sondern ob es ähnlich wie in der DDR einfach einer gesellschaftlichen Normung unterläuft. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich wenn ich transatlantisch ticken würde, mich gerne im Washingtoner ARD-Studio bewerbe, da weiß ich, dass es besser für meine Karriere ist. Das weiß ich einfach. Mhm. Und nun kann man sich fragen, ist das jetzt verwerflich oder nicht? Für den, der tiefergreifend denkt, denke ich, ist es schon verwerflich, weil es dann mit Absicht, dieses Aussuchen dessen ist, nicht seiner inneren Stimme zu folgen. Aber für die meisten ist das gar nicht, dass sie in die Tiefe gehen, das so zu hinterfragen. Aber es ist ein interessantes Beispiel. Ich glaube, in Washington, da kann man sich gar nicht bewerben, da wird man hingehen. Nein, das ist schon völlig. Das ist mir schon völlig klar. Da wird man berufen. So, Herr Zamparoni, wollen Sie nicht mal 2 Jahre in Washington und so und danach könnten wir, Sie schauen smart aus und kommen gut rüber. Wäre doch was, kommen Sie mal nach Washington. Ja, genau. Umsonst ist er ja nicht Young Leader. Also insofern. Ich meine, wenn du den anschaust, dann kann man schon verstehen, der ist für die Mädels was, weißt du, der sieht gut aus. Die Jungs sind cooler Type und so. Und ich verstehe die Mechanismen natürlich schon. Aber bevor wir jetzt ins wirklich abdriften oder so, Rundfunkstaatsvertrag. Ja. Das ist ja auch eigentlich unser Hauptthema immer wieder bei allen Sendungen.
wenn wir zurückgehen, wie das entstanden ist, dann ist ja in der Zeit nach dem Dritten Reich erstmal die große Prämisse gewesen, Entnazifizierung. Da war ja quasi das neue Gesetz oder da war die Maßgabe der Alliierten so, jetzt müssen wir das alte Gedankengut erstmal rausmachen. Clean House, weißt du, so mit dem Besen fällt mir gerade Schwarzenegger ein, also Clean House, we clean house. Und darauf hat sich dann natürlich die ganze Medienlandschaft bei uns gebildet. Was kannst du uns denn dazu sagen, zu dem Aufbau der Rundfunklandschaft in Deutschland, wer da wann seine Finger drin hatte und was da eigentlich gewünscht war am Anfang? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen also auf so eine Historie? Lieber kurz nur anreißen, weil das wirklich ein hochkomplexes Thema ist. Rundfunk war schon vor, also man muss sich Folgendes vorstellen, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges gab es einen Plan der Alliierten, was muss mit den Medien nach dem Zweiten Weltkrieg passieren? Mhm. Und genau dieser Plan wurde durch... deutschen Medien jetzt. Mit den deutschen Medien. Also gab es so eine Art wie Regelwerk, was ist mit den deutschen Medien zu machen? Und da war ganz klar, hey, wir okkupieren diese Sender. Ja? Das nächste, was wir machen daraus Militärsender. Und wenn wir Militärsender daraus gemacht haben, geben wir es in deutsche Hände zurück unter militärischer Kontrolle. Ja? Also so war diese Abfolge. Mhm. Und öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auch für wenige, ganz wenige bekannt, wird zwar mal erzählt nach dem Vorbild der BBC und haben wir nicht so weiter. Wenn man sich dann die Personen anschaut, die das dann geführt haben, wenn man dann weiß, woher die dann wieder kamen, alles super strange. Also kann nur jeder selbst recherchieren, weil das einfach zu weit führen würde. Ich will nur aufzeigen, interessant ist ja im Kontext dessen, was wir immer lernen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk wäre so etwas wie die Demokratiesäule. Da müsste man sich fragen, okay, hat sich das Volk das selbst gewünscht, das so zu haben? Hat es sich nicht? Es wurde per Militärbefehl definiert. Punkt aus. So wurde öffentlich-rechtlicher Rundfunk geschaffen. So, und da kann man erstmal wertfrei sagen, okay, ging wohl nicht anders. Trotzdem kann ich jedem nur empfehlen, das tiefer zu hinterfragen, was waren da für Mechanismen. Und da ging es einfach darum zu sagen, okay, wir haben eine Infrastruktur, wir müssen die Menschen unterrichten, wir müssen sie informieren in irgendeiner Form. Ja, wir machen das dann demokratisch logischerweise, deshalb auch diese Idee, was dann kam mit diesen Rundfunkräten, ja, Verwaltungsräten, dass man sagt, alle gesellschaftlich relevanten Gruppen repräsentieren das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem und der Rundfunk ist eigentlich ein Perpetuum mobile, er kontrolliert sich selbst. In der Idealform. Ja, im Idealform kontrolliert er sich selbst und deshalb, du hattest es vorhin auch angerissen, der Staatsvertrag, der Rundfunkstaatsvertrag ist auch für die Privatrechtlichen, er ist nicht ausschließlich für die Öffentlich-Rechtlichen und das Kuriose ist, da bin ich ja auch immer drüber gestolpert, da steht doch drin, dass die objektiv und ausgewogen sein müssen. Da gibt es einen richtigen Absatz, ja, Paragraph 10 und 11, kann sich jeder anschauen, da steht das explizit drin, was die machen müssen. Und ich habe mich gefragt, so ähnlich wie bei der Straßenverkehrsordnung, wenn da steht, bei Rot darfst du nicht rüber, dann wäre doch die nächste Frage, was passiert denn, wenn ich jetzt bei Rot rübergehe? Wo ist denn das geregelt? Ja, das war ist einfach eine grundlegende Frage, wo ist denn das eigentlich geregelt? So, und da gibt es im Rundfunkstaatsvertrag gibt's tatsächlich einen ganzen Absatz, was passiert, wenn sich eine Rundfunkanstalt gegen die Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrages irgendwie nicht rechtskonform verhalten würde? Gibt es einen riesenlangen Absatz, was alles und so weiter, bis zu Strafen, 500.000 Euro und so weiter. Dann sagst du, wow, und unten steht dann ganz klein, gilt für die Privatrechtlichen. So, und dann sagst du, ach, das gilt nur für die Privatrechtlichen. Und jetzt musst du nachforschen, warum gilt das jetzt nicht für die anderen? Brauchst nicht gelten, weil die sich ja selbst kontrollieren. Also die Logik ist, sie handeln danach. Wenn du jetzt feststellen würdest, hey, die handeln aber nicht danach, dann kannst du eine Programmbeschwerde einreichen. Ja? Die Programmbeschwerde, der Intendant sagt sich, das kann ich natürlich nicht selbst befinden. Ja? Über diesen, ich gebe das meinem Rundfunkrat, weil im Rundfunkrat sitzen alle gesellschaftlich relevanten Gruppen. Und diese gesellschaftlich relevanten Gruppen werden dann sagen, jo oder nicht jo. Ja? Die bekommen meistens noch eine Empfehlung. Ist ja ganz klar, dass die meistens überfordert sind, wenn da so ein Ding dann reinkommt. Sondern da gibt es jemanden, der eine Empfehlung mitgibt und dieser Empfehlung folgt man meistens. So, und im juristischen Kontext gibt es dafür sogar ein richtiges Wording, das nennt sich nicht justiziable Akte. Das heißt, wenn du feststellen würdest, also angenommen, das wäre eine ganz krasse Lüge, würde irgendwie übers Fernsehen kommen, ja, du würdest sagen, ich stelle das jetzt gerade fest, könnte sein, also jetzt nur theoretisch. Ja, nur theoretisch. Ja, nur theoretisch. Ja, ja, ja. Dann ist das nicht justiziabel. Aha. So, und deshalb sage ich immer aus diesem Kontext, weil du fragst, wegen, wie ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk entstanden, dieses Modell sollte dazu dienen, diese Objektivität, diese Ausgewogenheit eben halt zu präsentieren. Und über die Jahre hat sich ein kleines Stück transformiert, was nur diese Staatsvertrags
sage ich mal, Konstruktion angeht, aber das Grundkonstrukt ist immer gleich geblieben. Es ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, es gehört uns eigentlich allen. Man könnte eigentlich zum MDR oder wo auch immer hingehen, in die Gebäude rein und sich seine Gebäude mal anschauen. Also es gehört ja dem Volk, also müsste eigentlich das Volk da mal reingehen und mal eine Gutachtung machen. Mensch, mein Laden hier, wie sieht es hier eigentlich so aus? Ja. Also insofern hat sich das über die Jahre nicht so stark verändert, aber was sich stark verändert hat, ist eben 2013 mit diesem massiven Einschnitt zum Rundfunkbeitrag, dass man ihm gesagt hat, okay, die Finanzierung war vorher ja immer freiwillig. Das ist immer das, wo ich die Leute daran erinnern möchte, weil das auch die Politik gerne vergisst, wenn sie erklärt, Demokratieabgabe, Solidarbeitrag, ja, gemeinschaftlich tragen wir dazu bei, gibt ja immer diese Diskussion, wie soll denn sonst öffentlich-rechtlicher Rundfunk finanziert werden? Und da sage ich mir, hallo, 90 Jahre lang, von 1923 bis 2012, Ende 2012, galt die Freiwilligkeit. Du konntest entscheiden, ob du Rundfunk haben möchtest oder nicht. Und dieses mediale Selbstbestimmungsrecht ist dir entzogen worden. Mhm. Hast du das mal in den Medien gelesen? Mhm. Hast du das mal gehört, dass der Rundfunk das selbst verkündet hat? Gab es eine Debatte? Nein, gibt es natürlich nicht, sondern es gibt den Trick zu sagen, für die meisten ändert sich nichts. Das ist ein ganz cleverer Trick. Für die meisten ändert sich nichts. Natürlich für 100% ändert sich grundlegend etwas, das erzählen wir nicht, ja? Aber für die meisten ändert sich nichts. So, und da sage ich natürlich, deshalb sage ich, bei dem Thema Staatsvertrag, die wenigsten wissen, wie so ein Staatsvertrag zustande kommt. Auch dieser Gesetzgebungsprozess, ich würde das nur mal ganz kurz anreißen, damit es verständlich wird. Normalerweise ist es ja so, ich sage immer dieses demokratische Theoriemodell, das Volk würde sich selbst eine Gesetzgebung geben. Ja, so wäre eigentlich die Idee. Ja, das Volk bestimmt eigentlich eine Normung und unterwirft sich dieser Normung selbst. So, jetzt kann man sagen, nee, das machen jetzt die Parlamentarier, die da sitzen und die sich darum kümmern. Aber im Rundfunk läuft es nochmal anders. Es gibt eine Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz, die macht das federführend. Es hinterfragt auch keiner, warum es immer nur diese Staatskanzlei macht. Dort sitzt auch die sogenannte Rundfunkkommission der Länder. Auch die Federführung dieser Rundfunkkommission kann niemand bestimmen. Kannst du nicht bestimmen? Ja, kann niemand bestimmen? Ist automatisch immer der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz. Jetzt ist es Ministerpräsidentin. Und die erarbeiten das hinter verschlossenen Türen mit anderen Staatskanzleien zusammen. Also niemand ist richtig so, dass du sagst, ist das eine öffentliche Debatte, nimmt das Volk daran teil, kann es mitentscheiden? Nee, das läuft hinter verschlossenen Türen ab. Und bei diesem Rundfunkstaatsvertragsding, wo es um diese Regelung ging zum Beitrag, führe ich aktuell ein Verfahren, ein Informationsfreiheitsgesetz, an alle Dokumente ranzukommen. Ich will wissen, wer hat mit wem gesprochen, wer hat sich welche Briefe geschrieben. Und der Hammer ist, die Staatskanzlei blockt das Ding. Das ist jetzt ein riesenlanges, großes Klageverfahren. Ich habe das noch nicht öffentlich gemacht, ich werde das aber mal öffentlich machen, weil das aufzeigt, also der Bürger darf nicht erfahren, was ist da an Dokumenten, an Austausch, an Kommunikation. Ich habe gar keine Frage, jetzt auch der Staatskanzlei entlastend, die hat mir dann geschrieben, ja, wir schicken Ihnen was. Ich habe zwei fette Hefte bekommen, ich weiß nicht, über 2000 Inhaltsseiten, ja, vom Feinsten ohne Aussage. Also das ganze Lobbyistische, was abgeht in dieser Konstruktion, wie wurde Paul Kirchhoff instrumentalisiert dafür. Wer wusste vorher, man muss sich das vorher vorstellen, die Leute vom Rundfunk haben sich selber ihr eigenes Finanzierungsmodell ausgedacht. Das ist jetzt, wird der Rundfunk sagen, nein, so war es nicht. Das ist meine Interpretation, sage ich auch noch vorsichtig dazu. Der Rundfunk denkt sich vorher aus, wir bauen jetzt den Zwang ein. Ja, wir bauen jetzt den Zwang ein. Wie kriegen wir das gut über die Bühne, dass das Volk uns das abnimmt? Dazu machen wir das so, da gibt es gute Connection über Code Beck, ach ja, ich kenne da den und dann, ey, was hältst du da von Paul Kirchhoff, der war doch mal ehemaliger Bundesverfassungsrichter, ja, den involvieren wir jetzt da rein und den lassen wir jetzt mal ein Gutachten schreiben, wie so ein Finanzierungsmodell sein könnte, damit es verfassungskonform ist. Der wird jetzt mit Rundfunkbeitragsgeldern oder Gebührengeldern damals noch finanziert. Ich habe eine Anfrage, wie viel war das? Bekommt man natürlich nicht, weil es ein privatrechtlicher Vertrag zwischen denen ist, den ich nicht einsehen darf, ja. Will auch die Dokumente haben, was hat er denn bekommen, um seine Studie da auszuarbeiten. Und jetzt passiert Folgendes, es war 2010, also noch weit bevor dieser Zwang eingeführt worden ist. Das sage ich, die Leute, das ist alles top vorbereitet, super clean, immer hinter verschlossenen Türen, keiner hat davon Plan. Und im Mai 2002 gibt es eine große Pressekonferenz mit ZDF, mit Justiziar Eicher zusammen, wo erklärt wird, können Sie mal vorstellen, das neue Modell, Herr Kirchhoff. Und er erzählt, naja, also wir könnten jetzt mal einführen, so ein Modell, jeder wohnt und weil er wohnt, könnte er diesen Rundfunk empfangen und das ist eben die Option, das möglich zu machen. Keine großartigen Hinterfragungen des Ganzen. Alle sind begeistert von diesem Gutachten. Auch der Rundfunk ist überrascht über diese, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Und jetzt ist ja so, der Rundfunk darf ja jetzt nicht offiziell die Gesetzgebung machen. Ja? So, und jetzt kommt am gleichen Tag, also die Presseveranstaltung läuft,
Am gleichen Tag gibt es eine Presseverlautbarung von Kurt Beck, ja, von Rheinland-Pfalz. Und dazu, der war damals Ministerpräsident. Der war damals Ministerpräsident, muss man dazu sagen, von Rheinland-Pfalz. Ist völlig überrascht über dieses, über diesen tollen Vorschlag und dieses tolle Gutachten und sagt, auf dieser Basis, Kinder, müssen wir anfangen, einen Prozess in die Wege zu leiten, um den Gesetzgebungsprozess zu machen. Also das heißt, der Staatsvertrag, der dann entwickelt werden soll mit den ganzen Inhalten, wir würden damit dann im Juni beginnen. Der Hammer ist, mir liegt ein Dokument vom März 2010, von einem Staatsvertragsentwurf. Das ist ein geleaktes Dokument. So, und in dem Dokument ist zu sehen, was sich Kirchhoff ausdenken wird. Und was dann offiziell im Juni 2010, also ein paar Monate später, dann als normales Dokument nach außen gegeben wird. Und das ist natürlich einer meiner Joker innerhalb meines Verfahrens, auch gegenüber der Staatskanzlei. Mhm. Ich habe gesagt, ich würde gerne alle Versionen des Staatsvertragsentwurfs sehen. Haben die mir auch rübergeschickt. Und zwar, sie starten mit Juni. So, und da sage ich, Jungs, also mir liegt einer vor vom März. Was ist denn zwischen März und Juni passiert? Mhm. Müssen wir Ihnen jetzt nicht rausgeben. So, und damit würde ich nur einfach aussagen, also diese ganze, das heißt, es wird medial gut vorbereitet, die Öffentlichkeit hat davon keinen Plan, also von diesen ganzen Mechanismen, die im Hintergrund ablaufen, auch dieses Instrumentalisieren, ich nehme Paul Kirchhoff mit dazu, die Ministerpräsidenten unterschreiben das Ding, dann geht das in die einzelnen Landesparlamente und jetzt auch ein Kuriosum, was auch ganz wenige wissen, in einem Landesparlament darf der Parlamentarier nicht mitbestimmen über den Inhalt der Gesetzgebung. Das ist eigentlich, geht normalerweise überhaupt nicht. Also ein Landesgesetz muss ich ja als Parlamentarier mitbestimmen können, was steht denn da drin? Die bekommen aber das fertige Werk, weil vorher die Ministerpräsidenten das Ding ja unterschrieben haben. Da kannst du nicht noch im Nachhinein sagen, na, den Satz finde ich irgendwie doof. Ja? Deshalb machen die Landesparlamentarier sich das ganz einfach. Ah, wir haben unsere Fachgremien, das ist uns viel zu komplex. Das machen natürlich die Fachgremien, die prüfen das dann vorher. Mhm. Dann wird es dem Landesparlament vorgelegt und das Landesparlament bekommt auch zwei offizielle Lesungen, kann aber nichts ändern. Ja? Nur damit es dem normalen, sag ich mal, Vertragsentwurf, also wie entsteht ein Gesetzgebungsprozess, damit es dem alles entspricht. Und dann, ich habe dafür auch in Berlin die Dokumente vorliegen, die Originaldokumente, dann wird das Parlament unterrichtet zu dieser, das wird ja dann ein Gesetz, also viele sagen ja, wie wird da jetzt aus dem Staatsvertrag ein Gesetz? Das ist ein sogenanntes Transformierungsgesetz, das der Staatsvertragsinhalt zu einem Landesgesetz transformiert. Und da gibt es ein sogenanntes eben Transformierungsgesetz. Und in diesem Überführungsgesetz gibt es die Vorgabe für das Landesparlament, ganz kurios, da steht drin, was hat das Parlament zu tun? Es hat dem zuzustimmen. Steht da drin. Ja? Es hat. Ja, also es hat, was ist zu tun? Dem ist zuzustimmen? Gibt es Alternativen? Nein. So, da kann man sich ja sagen, ist wie DDR. Ja, so nach dem Motto, ich lege was vor, alle nicken ab. Ja? Keiner kann mitentscheiden. Ja? Also im wahrsten Sinne des Wortes, der komplette demokratische Prozess als Farce, als absolut. Schauspiel, ja. Als Ablenkung und nur, dass man im Nachhinein sagen kann, wir haben ja alle Prozeduren, alle demokratischen Prozesse eingehalten. Ja, es ist alles konform abgelaufen. Ja. Und weiß ich nicht, wie ist denn das bei der Gesetzgebung? Gibt es denn wiederum Gesetze, die so ein Geklüngel vorab irgendwie eigentlich verhindern oder als Straftat bezeichnen oder so? Also gibt es eigentlich da irgendwie? Also das ist so gut gebaut, also hart gesagt, es ist so gut gebaut, du musst es erstmal enttarnen können. Das ist das Komplexeste eigentlich an dieser Problematik. Du musst erstmal verstehen, wie funktioniert diese ganze Verschachtelung? Und in meinem Verfahren, ich führe ja ein Verfahren dazu, ist es so gewesen, als ich das vorgestellt habe, ja, also ich habe dem Richter erklärt, also wissen Sie, wie kann ich jetzt bitte schön an diesem Prozess der Gesetzgebung teilnehmen und habe ihm erklärt, wie dieser Gesetzgebungsprozess funktioniert. Und da erklärt er zu mir, das wäre verschwörungstheoretisch. So, und das war die Argumentation. Ja, so, und also ich kann ihn verstehen. Nee, ich kann ihn verstehen, weil es sich so anhört, wie unglaubwürdig im Kontext von, nee, das ist ja, wenn es so wäre, würden ja die Medien drüber berichten. Ja, so, ja. So. Und da sage ich, ja, ich gebe zu, dass es aus meiner Perspektive heraus ist, aus dem Wissensschatz, den ich habe. Das heißt, ich weiß nicht alles. Das kann viel komplexer noch sein, sondern es ist nur ein Ausschnitt, den ich habe. Und insofern kann ich da einfach nur empfehlen, weil du fragst, gibt es ein Gesetz, um das aufzubohren? Aus meiner Sicht, es nicht mehr hinnehmen. Also das, was gerade läuft, gibt es gar keine Logik. Einfach nicht mehr hinnehmen. Da würde auch kein Gesetz helfen. Das wäre dann wieder hochkomplex. Wie kann ich das verhindern? Das würden dieselben Akteure schreiben, die dafür die Verhinderung zuständig sind. Und insofern bin ich eher ein Fan davon zu sagen, legt offen die Karten auf den Tisch. Warum macht ihr diesen Prozess so? Für mich ist es ja auch ein Symptom der Gesellschaft, dass
dass es so eine große Angst geben muss. Also der Rundfunk müsste doch eigentlich so von sich überzeugt sein. Unser Programm ist toll, wir werden draußen Fans haben. Und da bin ich auch voll von überzeugt, dass es da draußen Fans gibt, die gerne, weiß ich nicht, Florian Silbereisen auf dem Traumschiff sehen möchten. Also das schließe ich nicht aus. Ja? Aber dann wäre es doch so, dass ich sage, die möchte ich doch, die sind zu begeistern, auch das zu bezahlen. Auch das Thema, angenommen, es wäre dann, sicherlich kann man darüber debattieren, kann man Rundfunk anders gestalten? Ich wäre sowieso ein großer Fan davon, die Reform wird niemals von innen kommen. Das erinnert mich immer daran, Politbüro der DDR, wenn die über Reformprozesse sprechen, ja, das ist genau das Gleiche. Die Reform wird vom Druck von außen kommen. Anders wird eine Reform gar nicht möglich sein. Mhm. Und da geht es aus meiner Sicht gar nicht darum, ist das jetzt, es wäre die Grundsatzfrage zu stellen, möchte das Volk öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja oder nein? Und wenn es Rundfunk möchte, wie soll er organisiert sein? Wie soll er aufgebaut sein? Und wie soll er finanziert sein? Und ich glaube, wenn das Volk diese Entscheidung erstmalig trifft, das gab es noch nie. Das gab es noch nie in diesem Land, würde ich sagen, demokratischer kann Rundfunk eigentlich gar nicht sein. Ja, ja, die Frage ist ja gar nicht, ob sie es wollen, sondern ob sie es brauchen. Wir haben ja alternative private Angebote. Ja. Und da vielleicht gleich mal die Frage, es ist, jeder weiß, GEZ, da wird Geld verschleudert ohne Ende. Weil die eben auch schon sich in ihr gemachtes Nest setzen. Die wissen, für nächstes Jahr so und so viele Milliarden haben wir Budget. Völlig wurscht, was wir daraus machen im Endeffekt. Wir können die größte Soße senden, wir müssen uns gar nicht mehr anstrengen. Das Gehalt ist schon bezahlt, wird automatisch überwiesen. Was mich auf der einen Seite wundert, ist, warum haben die Privaten nicht den Anspruch, besser zu sein? Sie sind es nicht wirklich. Es ist dieselbe Soße. Und die andere Frage ist, würde das wirklich funktionieren? Nehmen wir an, unwahrscheinliches Beispiel, wir stimmen ab, GEZ, oh, stellen fest, 90% wollen das nicht, also schaffen wir es ab. Ja. Wäre das gut? Also braucht es nicht trotzdem ein, sage ich mal, gesellschaftlich finanziertes Modell, das für alle da ist, auch wenn es ein paar wenige gibt, die das nicht nutzen wollen? Richtig, gar keine Frage. Es wäre dann so, wie es auch heute ist. Es wäre Staatsfernsehen und es wäre aus meiner Sicht völlig legitim. Man könnte einfach offen dazu stehen, ja, dass, so nach dem Motto, es gibt ein gesellschaftliches Bedürfnis, alle zu unterrichten. Ja, sage ich jetzt mal, das wäre jetzt so der Ansatz. Ich denke auch, dass im privatrechtlichen Raum es deshalb kein vergleichbares Angebot gibt, weil der Markt, also wenn der eine den Markt dominiert, öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht 9 Milliarden jedes Jahr. 8 Milliarden von den Beitragsgeldern und nochmal 1 Milliarde on top aus Werbeeinnahmen, Vergütungsrechten und so weiter. 9 Milliarden. Auch mal nochmal zum Vergleich, BBC braucht die Hälfte. Ja, also damit man einfach nur eine Dimension hat, BBC braucht die Hälfte. So, und da ist doch klar, wenn ich 9 Milliarden am Start habe, da gibt es auch privatrechtlich gar kein Interesse zu sagen, bestimmte Nischen, die interessant sind beim Öffentlichen. Also ich kann mir vorstellen, so ein Angebot wie, angenommen, wir wären jetzt hochintellektuell und wären schlaue Leute, ja, so nach dem Motto, und wir schauen nur Dreisat, ja, und wir schauen nur Arte und finden das gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau für dieses Programm die Möglichkeit auch der freien Finanzierung geben würde. Menschen würden das gerne sehen wollen. Mhm. Ja, und ich finde es ja viel interessanter, auch dieses, was sich mir nicht auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk erschließt, alle oder ein Großteil auch der gesellschaftlichen Akteure, die in unserer gesellschaftlich hochintellektuell sind, schwören auf Arte, Dokus und weiß ich was alles. Und da sage ich, jo, ist dir schon mal aufgefallen, es kann sein, dass du in einer Arte-Doku ein Informationsfragment erhältst, was 180 Grad divergent ist zu der Information, die du um 20 Uhr in den Nachrichten erhalten hast. Und das nimmst du hin. Also verrückter kann es ja nicht sein. Also das nimmst du hin, aha, ja, da ist ja, nee, das ist nicht so, ja, da erzählen die ja zwar immer das, aber ich gucke mir das um 23, nee, ja, deshalb sage ich, und das könnte auch sein, dass vielleicht die Aufbereitung von Nachrichten anders sein könnte. Es hat sich ja leider weltweit auch angeglichen, also egal, wo man Nachrichten schauen würde, ob russisches TV oder, sage ich mal, Al Jazeera und so weiter, also die Mechanik, wie Informationen aufbereitet werden, dieser schöne Begriff Infotainment und so weiter, der da auch eine Rolle spielt. Wie muss ich Häppchen machen, wie mache ich das mit einer Dauerschleife? Immer kommt Panik unten und die Goldcharts nach unten und nach oben. Ja? Also ständig die Leute in so einer Frequenz halten, wo ich sage, lieber, was wären achtsame Nachrichten? Angenommen, es wären Nachrichten, die würden eine Stunde gehen, damit ich Zusammenhänge verstehe. Und sie würden dann sagen, tut uns leid, die nächste Ausgabe folgt nächste Woche.
Ja, nicht morgen, sondern wir brauchen mehr Zeit zum Vorbereiten, zum Einordnen, zum Deuten der ganzen Sachen. Wenn irgendwas passiert ist, können wir nicht irgendwie raushauen, dass das passiert ist, ja? Sondern also auch diese Verlautbarung, dass irgendwas jemand verlautbart hat, ja? sei es woher das auch immer kam, wo ich sage, dazu gibt es die Pressestelle, die will, dass wir das denken und ihr kopiert das und nehmt das. Ja. Ja? Mhm. Und da, wie gesagt, aber dazu seid ihr wahrscheinlich auch da mit eurem Angebot, dafür auch den Nährboden geistig zu schaffen, zu sagen, hinterfragt die Dinge und das kann man eben, wie gesagt, weiter betreiben, wenn man es möchte. Ich komme mir vor wie Don Quixote manchmal im Kampf gegen die Windmühlen. Wenn du nur eine einzige Nachrichtenredaktion in Deutschland anschaust, wie viel Manpower die haben, ja, oder Womanpower, egal, ja, also wie viel Leute da einfach an diesem ganzen Narrativ jeden Tag weitermachen. Und aber ich schenke dir gute Energie, ich schenke dir wirklich gute Energie, weil der Gedanke, also wenn in dir der Gedanke wohnt, dass das veränderbar ist, wenn der wirklich in dir wohnt, wird es sich verändern. Sonst wäre ich heute nicht durch Sturm Sabine durchgefahren, genau, um hierher zu kommen, weißt du. Ja. Also. Nee, also das treibt uns ja alle an. Mhm. Wir haben ja jeder von seiner eigenen Motivation aus, von seiner eigenen Geschichte und seiner Erkenntnis irgendwann den Weg hierher gefunden, um zu sagen, ich mache da nicht mehr mit. Mhm. Ich will da zumindest das kleine Zeichen setzen, wie auch immer. Jeder hat seinen Teil, jeder hat seinen Aspekt und jeder bringt sich da ein. Und ich erkenne viele Menschen, denen das genauso geht, in allen Bereichen der Gesellschaft. Mhm. Und ich bin auch derjenige, der in bei Smalltalk, weißt du, so, du triffst Leute hier und da und immer wieder so anstupsen, so Nudging. Ich mache gerne Nudging. Ja, so. Und ich merke schon, dass es insgesamt einen Tenor gibt in unserer Gesellschaft, wo viele Leute dieses alte System verlassen. Mhm. Also auch vom Glauben und vom Verständnis her, dass sie sagen, das kaufe ich nicht. Ich habe immer wieder den Matthias Bröckers im Ohr, der hat in irgendeinem Interview gesagt, sein Onkel oder Vater, ich weiß nicht mehr, irgendein über 80-Jähriger in seiner Familie hat gesagt, Tagesschau tue ich mir nicht mehr an, ich habe keinen Bock, jeden Abend belogen zu werden. Mhm. Also wenn ein Mensch, der jahrzehntelang in dem System war, aber das musst du erstmal schauen, also das ist schon eine geistig hohe erkennt, Kraft, weißt du, dass da so ein permanentes Narrativ auf einen einbrettert jeden Abend und sich dann davon zu lösen, das bedeutet, da ist natürlich schon viel, viel schief gegangen. Mhm. Und das sehen wir in den letzten Jahren. Ob das jetzt Ukraine war, da sind sehr viele aufgewacht. Mit Beginn der Flüchtlingskrise will ich jetzt auch mal hochhängen, dass die Leute das gemerkt haben. Aber ich habe viel auf deiner Seite gelesen und gerade auch so deine Motivation, das weiter voranzubringen. Das ist jetzt meine eigentliche Frage. wie kann man das, was dich antreibt, den anderen Menschen nahe bringen? Du bist ja wirklich... Das ist nicht relevant. Das ist nicht relevant. Also aus meiner Sicht. Kann man den Trigger, weißt du, wie kann man die Leute dafür sensibilisieren, diesen erstmal den Knopf ausdrücken, Tagesschau out und dann Buch einschalten, so analoges Internet, aufschlagen, blättern und sowas, nachdenken, in Kontakt kommen mit Gleichgesinnten und so. Wie kann man da einen Anreiz schaffen, um aus dieser permanenten Indoktrination irgendwie rauszukommen? Ich glaube, dass es einfach ein Energiepunkt in dir sein muss. Es hilft nichts, dem anderen zu erklären, tu das, mach das, geh den Weg, wie ich ihn gegangen bin oder was auch immer. Mhm. Sondern ich glaube, dass es ist ein Funken, der entweder in dir wohnt und du kannst ihn durch irgendetwas begeistern, dass das möglich ist, sich zu öffnen für irgendwas. Das muss nicht Medien sein, es kann alles Mögliche sein, was dich umtreibt, anders dich zu verhalten, als du es vorher getan hast vielleicht, Dinge zu hinterfragen, auch anders auf einem anderen Level. Aber ich würde niemals jemand vorgeben, hey, so könntest du es machen. Ja. Es hilft aber, deshalb gehe ich davon aus, und so ein Informationsangebot, wie ihr es transportiert, da bin ich mir 100% sicher, losgelöst von Shadowbanning und was alles passiert, es reicht viele Menschen, anders über Dinge zu denken oder Dinge zu fühlen, neu zu sehen. Und das löst ja auch erstmal einen Störfaktor aus. Mhm. Ja, also ich glaube, dass das auch schwierig ist. Also umso älter du wirst, umso schwieriger ist es. Deshalb dieses Beispiel mit dem 80-Jährigen ist es so, wo ich sage, unglaublich. Ja, ja, also ich weiß nicht, ob ich mit 80 in der Lage bin, mein Weltbild, was ich in mir trage, zu sagen, nö, werfe ich über Bord. Mhm. Ja, also weil es verlangt schon wirklich sehr viel. Ja. Aber wer in der Lage das ist zu machen, und das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, das sage ich, das wird zugeklebt, dir wird eben nicht beigebracht, hinterfrage alles. Es ist auch gut, den Lehrer zu hinterfragen. Woher kommt eigentlich das, warum muss ich eigentlich jeden Tag zur Schule gehen? Ja, also es müsste ein Fach geben, wo jeden Tag oder zumindest in der Woche mindestens 3-4 Stunden gibt, hinterfragen. Ja? Also warum sie zur Schule gehen müssen, das fragen sich bestimmt alle Schüler. Also ich glaube fast, wenn man jetzt im Schulunterricht heutzutage so ein Fach Medienkompetenz einführen würde,
Das wäre, glaube ich, nicht das, was wirklich konstruktiv wäre. Heute wird es heißen, heute, willkommen im Fach Medienkompetenz, heute zeigen wir euch, warum Heiko Schrank Verschwörungstheoretiker ist. Mhm. In der nächsten Stunde nehmen wir irgendeinen Beitrag von Nuoviso auseinander und dann nehmen wir uns den schlechtesten Beitrag aus den letzten 15 Jahren, selbstverständlich. So würde das ablaufen. Ja, also aber selbst ich Hoffnung, da wäre ich die trotzdem, Propaganda schon nein, wieder... Nein, völlig korrekt. Das läuft ja jetzt auch so ab. Mhm. Also ohne es jetzt nie abzuwerten in irgendeiner Form, es läuft gesellschaftskonform ab. Und es braucht mehr Energie. Ich sehe das eher als eine Art Marathon an. Es spielt gar keine Rolle, ob wir das erleben werden oder nicht. Mhm. Aber wir sind gute energetische Impulse, dass das möglich wird. Mhm. Ja? Ja gut, das merkt man ja auch. Mhm. Also wenn ich da so 15 Jahre zurückdenke, so an die Anfangszeiten von Nuoviso, nicht ganz 15 Jahre, aber so... Da war man doch schon noch viel, viel, viel mehr Einzelkämpfer als heute. Also heute habe ich das Gefühl, ich habe gar kein Problem mehr. Ich brauche mit meiner Meinung gar nicht hinter dem Berg zu halten. Also das mache ich jetzt nicht in öffentlichen Institutionen, aber trotzdem im privaten braucht ihr aktuell noch, trotzdem würde ich fast sagen, auch viel Energie, das auszuhalten, nicht gesellschaftskonform zu sein. Es sei denn, man lässt es gar nicht an sich ran und braucht man dafür auch keine Energie. Ich meine, ich kenne natürlich auch die Aikido, Presse. Aikido, weißt du. Ja, ja. Wegdrehen, nee, vorbeilassen. Nein, Wenn das in dir wohnt, so soll es ja sein. Also dann ist alles, dann ist es genau in dem Fluss. Deshalb ist es für mich, wenn manchmal davon gesprochen wird, ja, es ist ein Kampf gegen... Nee, gar nicht. Das kommt immer darauf an, was man zu verlieren hat. Wenn man was zu verlieren hat, dann ist es natürlich fatal, wenn in der New York Times steht, Nuoviso ist ein rechtes Portal. So, oh Gott. So, wenn dann da muss man ja fürchten, dass der Arbeitgeber gleich anruft oder der Paketdienst nicht mehr zustellen will oder was weiß ich. Die Probleme, die haben Menschen nicht, die sich eben davon befreit haben. Also wenn man quasi tatsächlich nichts zu verlieren hat, also jeder hat was zu verlieren, nicht falsch verstehen, sondern Abhängigkeiten vom System. Ich bin da voll man, bei dir. Wenn man die nicht hat, gibt es die Angst nicht. Und jetzt lese ich halt in der New York Times da eine Replik über Nuoviso und denke mir, oh cool, können wir wieder eine neue Sendung drüber machen. So, aber ich verstehe natürlich, dass ein Großteil der Bevölkerung, der allergrößte Teil, 80-90%, eben diese Freiheit nicht haben. Ja. Und von daher ist es natürlich auch nachvollziehbar, warum alle, ich drücke es jetzt mal so aus, kuschen. So, das war im Dritten Reich so, das war selbst in der DDR so, obwohl es dort die Leute tatsächlich im privaten Raum besser wussten. Und heute ist es wieder so, aber ich behaupte, heute wissen es im privaten Raum weitaus weniger als damals in der DDR. Viele sind eben in dieser, gucken in die Klotze, sind in Trance und ich weiß jetzt auch gar nicht, worauf ich hinaus will, aber vielleicht da als abschließende Frage. Du bekämpfst ja nun sozusagen, oder bekämpfen ist vielleicht auch das falsche Wort, du legst dich mit der GEZ an, du tust alles dafür sozusagen, um, was ist dein Ziel eigentlich? Möchtest du juristisch sozusagen bestätigt bekommen, du musst aus Gewissensgründen oder warum auch immer keine GEZ entrichten? Was ist dein konkretes Ziel? Mein konkretes Ziel ist, rauszubekommen, was Artikel 4 wert ist. Artikel 4 lautet? Dass die Gewissensfreiheit gewährleistet wird. Und da kannst du dich ja fragen, wenn du entsprechend deines Gewissens handelst, das ist aber auch wieder hier der Bogen zum Thema meiner Sozialisierung. Ne? Also wenn ich spüre in meinem Herzen, ich mache es immer auf diesem Thema Grundversorger klar, wir haben eine Grundversorgung, die ist gedacht für unser Hirn. Ja? Es ist eine mentale Grundversorgung, um die es geht. So, und wenn ich selbst für mich erkenne... Du hast ein Recht darauf sogar. Ich habe sogar ein Recht. Aber wenn ich auf Basis meiner Interpretation, meiner Werteeinschätzung dazu komme, oh, das ist vergiftet. Ja, dann würde ich es nicht zu mir nehmen. Das ist so der erste Bewusstseinszustand. Ich würde es nicht zu mir nehmen. Sicherlich meine eigene Interpretation, aber ich würde es nicht zu mir nehmen. Und der zweite Schritt ist der, wenn ich weiß, dass das für mich nach meiner Interpretation vergiftet ist, würde ich nicht zulassen wollen, dass das hergestellt wird. Mhm. Ganz einfach. So, und jetzt kann ich nicht dahin gehen und sagen, ja, ich verbiete euch das. Ja? Ist auch energetisch, finde ich das schwierig. Sollen Sie machen. Ja? Gar keine Frage. Aber wichtig ist in dem Zusammenhang, ich kann kein Geld dahin geben, dass das weiter produziert wird. Kann ich nicht mit meinem Herzen vereinbaren. Mhm. Und das ist eben dieser Bogen, wenn ich sage, schau dir mal Artikel 4 an, da steht, dass die Gewissensfreiheit gewährleistet. Jetzt ist die Frage, was ist denn das jetzt wert, wenn du entsprechend deines Gewissens handelst? Darf trotzdem die strukturelle Gewalt des Staates dich dazu erpressen, diese Abgabe zu entrichten? Und da hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, dein individueller Wille spielt keine Rolle, ganz wichtig. 2018 im Juli, sagt, dein Wille spielt keine Rolle. Hammerhart, diese Aussage. Und das Zweite, es spielt keine Rolle, ob du ein Rundfunkempfangsgerät hast.
Ja, es geht nur um die Möglichkeit. Das ist aus meiner Sicht Orwell in feinster Ausprägung. So. Und jetzt kannst du dich fragen, okay, dann ist doch alles geklärt. Der Zwang ist geklärt. Und da sage ich, nein, es ist nur geklärt, ja, du hast dich dem Zwang unterzuordnen. Aber was ist, wenn die Abgabe in dir diese Gewissensnot auslöst und du zur Rundfunkanstalt gehst und sagst, hey, das ist hier, das ist eine Gewissensnot. Ja? Und deshalb habe ich ja da eine Verfassungsbeschwerde vorliegen. Genau das will ich klären. Und egal, wie die Aussage sein wird, also das liegt ja jetzt, bin diesen ewig langen Weg gegangen und jetzt liegt es nun seit einem Jahr beim Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht lässt es erstmal liegen. Lässt es erstmal liegen. Und ich glaube auch, dass es etwas länger dort liegen bleiben wird. Aus dem einfachen Grund, jeder könnte sich jetzt darauf berufen, angenommen, du wirst ein Klageverfahren machen, ja, könnte sich darauf berufen und sagen, hey, das war Kretschmer mit seinem Fall. Und da sagen die Juristen, ja, wir wissen ja nicht, ob es angenommen wird. Wie lange darf das maximal liegen? Gibt es da irgendwelche Verjährungsfristen? Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also da also wenn die sagen, wollen wir nicht, dann hast du Pech gehabt. Ja, so werden sie es nie sagen, sondern sie werden entscheiden, wann für sie der richtige Zeitpunkt ist. Ja gut, aber wenn es günstiger schau dir einfach, ist, es gibt dass eine, der sozusagen erst in 100 Jahren ist. Dann naja, also es gibt, kann ich nur jedem empfehlen, auf der Bundesverfassungsgerichtsseite muss man ein bisschen über eine spezielle Suche, eine Suche auslösen, kommt man auf einen sehr interessanten Chart. Wie lange hängt ein Bundesverfassungsgerichtsverfahren, wie lange ist das anhängig? Also wie viele werden abgewiesen? Der größte Teil wird einfach abgewiesen, auch ohne Begründung. Du weißt nicht, was falsch war. War ein Formfehler drin? Habe ich was inhaltlich falsch gemacht? Wir sind auch die wenigsten. Mhm. Ja, kriegst einfach nur ein Schreiben zurück, also Dreizeiler, steht drin, wird nicht angenommen. Punkt. Stell dir mal vor, du bist 7 Jahre lang, irgendwie hast tierisch alles Alarm und jetzt zack, kriegst einen Brief zurück, nö, nehmen wir nicht an. Ja? So. Und da, die andere Stufe ist die, dass du da so eine Verfahrensnummer bekommst. Und du kannst auch, ich rufe da auch mal gerne an. Hallo Jungs, wollt mal fragen, ne? Wie sieht's denn aus? Ihr wisst doch, da hängt auch mein Fall. Können wir Ihnen keine Auskunft geben. So, und der Trick ist, nicht sich dazu zu äußern. Und wie gesagt, in dieser, kann ich nur empfehlen, auf die Seite vom Bundesverfassungsgericht zu gehen. Da kann man sehen, wie lange sind Verfahren anhängig. Und der größte Teil ist innerhalb eines Jahres oder 2 Jahre abgearbeitet. Mhm. Und dann gibt es noch den Chart bis zu 5 und 6 Jahre. Und dann gibt es noch einen und länger. So, und das ist zwar ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil, aber ich denke, dass sie irgendwann darüber auch entscheiden werden. Mhm. Und für mich geht es nur darum, für mich ist das wie ein gesellschaftlicher Zeitstempel. Ja? Viele Leute sagen, ja, bist du dann befreit oder nicht befreit? Hey, diese Aussage, die dann kommen wird, darf ich gegen die Gewissensnot, die nur dadurch entsteht, dass ich das Ding finanziere, ja, sie werden sich irgendwas ausdenken müssen. Das werden sie auch. Das wird für die auch ein Klack sein. So, aber die Technik ist erstmal zu sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wir lassen das erstmal lange stehen, damit sie auch keiner berufen kann. Die Gerichte werden immer sagen, das Ding ist nicht angenommen. Deshalb immer darauf achten, wenn beim Bundesverfassungsgericht eine offizielle Veranstaltung stattfindet, dann ist es gesellschaftskonform. Ja, also dieses, was 2018 passiert ist mit dem Verfahren, wir machen eine Presseveranstaltung, wir laden alle ein, den Kläger, die Beklagten, das wird in der Presse übertragen. Mhm. Ja, dann weißt du schon, wo es hingeht. Dann ist es dazu da, dass das dann alle jetzt im Korridor haben, jo, ist doch jetzt verfassungskonform. Ja, war doch jetzt, dass du jeden Aspekt da angreifen kannst oder hinterfragen kannst, wird dir gar nicht erzählt, sondern da ist doch verkündet worden, ist verfassungskonform. Mhm. Und da werden die gar nicht auf die Idee kommen, ja, wie kommen die jetzt mit Gewissen, geht doch gar nicht mehr. Ja? So, insofern kann ich nur dabei raten, das ist meine Intention gewesen, oder ist sie noch, rauszubekommen, darf ich dagegen gezwungen werden, ja oder nein. Und egal, was darüber auch immer entschieden wird, aus meiner Sicht wird das ein guter Zeitstempel sein, um zu wissen, was ist in unserer Gesellschaft los. Ja, Olaf, also danke für deine Arbeit auf jeden Fall. Ihr beide. Sehr beeindruckend, wirklich. Also ich nehme da viel mit raus, auch an Motivation, Eigenes zu hinterfragen, gerade in Bezug auf digitales Detox. Ja. Also, ich weiß, wie schwer das ist. Das ist sau schwer, gerade auch, wenn man in diesem Beruf drinsteckt. Und gleichzeitig merke ich auch, wie gut das tut, wenn man gar nicht alles an sich ranlässt. Ja. Also das nehme ich mit als Hausaufgabe, mehr Gassi gehen. Ja, so. Und Natur ist sowieso nochmal ein ganz anderer Impuls, dieses abgeschnitten sein von Natur. Die Kinder wissen nicht, wie die einzelnen Bäume heißen. Ein Blatt bestimmen können sie nicht. Ich habe den Specht gesehen. Ja. Seit Jahrzehnten. Ich habe ihn sehr gehört, schön. Und habe ihn gesehen. Weißt du, so das, ich bin fasziniert dagestanden. Und ich weiß, was du meinst. Ja. Heute aber drei Regenbogen heute auf dem Herweg. Genau, und das ist richtiges Fernsehen. Das ist richtiges Fernsehen. Mhm. Olaf, tausend Dank für deine Arbeit und dass du bei uns im Studio warst. Dankeschön. Also wirklich sehr beeindruckend. Vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein darf. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was genau kann man machen, rundfunkfrei ist rundfunkfrei.de. Genau. Ist die Internetadresse. Und ihr beide habt noch ein interessantes Gespräch bei Steinzeit geführt. Da noch ein bisschen detaillierter für alle, die sich die Frage stellen, GEZ, ja, nein, wie komme ich da irgendwie? Oder für jeden, den es noch tiefgründiger interessiert, schaut da mal rein bei Steinzeit. Ich sage danke fürs Zusehen, auch vielen Dank fürs Kommen und danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.